Hallo Lacey. Lacey ist da. Hallo Monkey. Hallo. Und hallo auch an alle meine persönlichen Freunde auf meinem persönlichen Facebook-Profil, die heute Abend Crashtest-Dummies sind und gerade alle abschalten. Ich sehe schon. Aha, aha. Vielleicht hat der Stream sich doch gekillt. Aber ich weiß nicht, er läuft doch hier. Guck mal, also ja, da ist ja der Stream ist ja da. Ja, schön, dass ihr alle da seid, wo auch immer ihr gerade zuschaut. Hallo Kagami, hallo Link Stato. Hallo Lea, hallo Chang bei Facebook. Hallo Anna. Anna hat doch auch gerade irgendwas geliked. Benni, was machen wir heute eigentlich? Wir spielen heute ein Spiel. Wahnsinn. Ja. Hallo Drias. Seht und staunet, das Spiel steht sogar vor euch parat. Das ist ausnahmsweise mal nicht meins. Weil es so für eine Spielekonsole ist, die nicht in meinem Besitz ist. Und zwar spielen wir heute für die Wii U Tokyo Mirage Sessions Hashtag. Ich habe gelernt, im Internet ist es kein Hashtag. Ist nicht, aber was dann? Keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas, was wir schon wieder vergessen haben. FE. For Your Entertainment. Da fehlt halt nur das U. Ja, also das FE hat bestimmt eine ganz tiefgreifende Bedeutung, die wir bestimmt noch im Laufe des Tages herausfinden werden. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall viel zu tun. Genau, das ist ein... da ist Star Fox drin. Egal. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel, wo wir den Trailer zugesehen haben und gedacht haben, das sieht so crazy aus und cool und es hat Tokio im Namen, das müssen wir spielen. Nur deswegen. Als Hintergrundinfo vielleicht kurz, also es ist von Atlus, die sind ja bekannt für JRPGs, die nach Europa bzw. in den Westen geholt werden. Unter anderem. Das Universum basiert, jetzt wird es interessant, also das Spiel basiert auf Fire Emblem und Shin Megami Tensei, also Persona. Mhm. Klingt nach einem wilden Mix. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und ich musste einfach anspielen, weil ich den Trailer so geil fand. Es ist ein unfassbar wilder Mix. Dazu kommen wir gleich. Da ich ja schon angespielt habe, darf der Benni jetzt spielen. Wir haben uns entschlossen, auf normal zu spielen. Das hat mich zumindest nicht überfordert. Mal gucken, ob das den Benni überfordert. Vollgas, bestimmt. Du darfst, und du kannst hier übrigens gleich schon das tollste Feature von allen, mit Y unten, kann man nämlich die Texte auf Auto-On schalten. Nur jetzt musst du gerade auswählen, ob du mit normal starten willst oder nicht. Wir gehen jetzt durch im Prinzip 30 Minuten eigentlich so Intro-Videosequenzen, dann spielen wir ungefähr eine Stunde und dann kommen, glaube ich, nochmal 30 Minuten Videosequenzen. so ungefähr habe ich das Gefühl, also wir schaffen auf jeden Fall den Prolog. Und jetzt schaut erstmal, was da so abgeht. Ich hoffe, dass ihr auch schönen Ton habt im Stream. Wahrscheinlich müssen wir im Stream den Ton eventuell etwas lauter stellen. Da bin ich mir nicht sicher. Wir hatten ihn ein bisschen lauter gestellt, als wir gedoomt haben mal zwischendrin. Und dann haben wir ihn aber danach, glaube ich, wieder runtergedreht. Ja. Aber wir freuen uns erstmal an einem Anime. Und da nicht wundern, da ist tatsächlich kein Ton da, aus dramaturgischen Gründen. Ich habe gestern Abend gedacht, das ist ein Fehler. Aber ihr seht, es gibt ein wunderschönes Anime-Intro, weswegen das ja auch hervorragend hier für unsere Peppermint-Streaming-Community ist. Oho. Der Mann mit der Rolle ist bestimmt der Profikiller, oder? Ich spoiler ja nichts. Ich weiß ja schon, wo es hinläuft. Ja, noch ist die Welt heil, aber lasst euch nicht täuschen. Ja, das ist Sekunden in Moll viele Jahre später. Animation übrigens von Studio 4 Grad Celsius. die kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Berserk-Filme, ja, Golden Age Arc, gesehen habt. Die wurden von dem Studio animiert. Jetzt gerade wird es ein bisschen düster. Ja. Das war ja ein traumatisches Erlebnis. Für sie. Für uns auch. Wahrscheinlich haben wir gerade eben schon die Auflösung des Spiels gesehen. Nur leider kann ich nicht nach Hause drücken. Guck, sie hat ein Schutzschild. Barriere! Ja. Chico hat auch kurz reingeschaut. Hallo Chico. Aber wahrscheinlich ist er schon wieder weg. Hola, Chico. Also noch hier, so Zaku, hallo erstmal. Ton im Game geht durch, sagt Zaku. Sehr schön. Aber ist Link auch Stato ist leicht freudig erregt. Mhm, da gehen wir nicht drauf ein. Ja, und das ist die Frage, gibt es das da nur mit englischen Texten, oder? Ja, das ist leider ein Nachteil, also zumindest ja, gut, aber das Englische ist bei Atlus passiert ist. Das relativ häufig. Genau, da ist der deutsche Da sollte Markt. Man tatsächlich froh sein, dass die Spiele überhaupt noch außerhalb Japans erscheinen, muss ich ehrlich gestehen. Allerdings, das mit den Farbencharakteren ist ein bisschen seltsam, aber nicht
uncool. Ist ja auch ein Stilmittel, was schon häufiger zum Einsatz gekommen ist. Ja. Auch da jetzt nicht wundern, es fehlen tatsächlich an ein, zwei Stellen Untertitel. Jetzt gerade hat sie aber einfach nur Tschüss oder Hallo gesagt. Und jetzt auch ganz groß für unsere Anime-Community. Es geht los wie ein Anime mit einem Opening-Song von Credits, keine Ahnung, Musik, Menschen, die Musik machen. Ich dachte, du hast gerade alles recherchiert. Ich wollte es, aber irgendwie hat mich dann was anderes dabei. Vielleicht kommt ja noch im Ding. Es kommt ja sonst auch mal, wer den Opening-Song gesungen hat. Ich glaube, Tiki vielleicht oder Kiria oder Shibuya. Ah, nee, Shibuya ist ein Stadtteil. Kein Künstler. Ja, gucken wir mal. Wir sollten so ein Glowstick dabei haben. Das hat mich tatsächlich über von Persona. Gerade. Ja. Da waren wir schon. Und ich spoilere jetzt schon mal, da geht auch gleich das Spiel los. In Daiba. Yeah. Mhm. Ah, Link Stato sagt, sie können hier alle fließen japanisch. Insofern können wir die Untertitel ja auch ausschalten. Mhm. Er ist ein bisschen raus wie Ryder, finde ich. Mhm. Hab sofort aber gedacht. Wir haben vorhin ja auch schon einen anderen Charakter aus Fate gefunden. Ja, zu dem kommen wir ja später auch noch. Wahrscheinlich ist es noch so ein inoffizielles Fate-Crossover. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich vorhin den Satz eigentlich zu Ende gesprochen? Mhm. Denn es gibt dieses tolle Feature, dass man hier ja die Texteinblendungen automatisch weiterlaufen lassen kann und nicht jedes Mal A drückt und dann irgendwann der A-Knopf kaputt ist. Was so banales klingt, tatsächlich ein Riesenfortschritt ist, denn nachdem ich ja noch immer dabei bin, auf der Vita Persona 4 Golden zu spielen, und da kann man das nicht machen. Und wird das echt nach einer Zeit anstrengend, wenn du einfach da sitzt und du hast ja unfassbar lange Dialoge, die ja auch echt cool sind, aber du klickst dir bzw. drückst dir einen Wolf. Ja, das kann ich dir hier versprechen, wird dir die nächsten zwei Stunden nicht passieren. Du musst einfach nur immer wieder mal schauen, weil ich glaube nach Kämpfen, also irgendwo schaltet er dann manchmal diesen Autoskip aus. Ja, das ist unser Hauptcharakter jetzt ist er übrigens ausgeschaltet. Und jetzt geht's von alleine. Genau. Der gute Itsuki, der ist nämlich hier, um eine Freundin zu treffen. Und der Benny kriegt jetzt gleich, das können wir euch leider nicht zeigen. Ich krieg hier Textnachrichten. Er kriegt nämlich Textnachrichten auf dieses tolle Gamepad. Pseudo-WhatsApp. Mhm. Read urgent topic. Du musst da Touchscreen, Benny. Du musst, ach so. Deswegen sage ich, du musst mit dem Gamepad interagieren. Verdammt. Du kannst ja auch gerne, ja, weil Nintendo lässt sich ja nicht lumpen. Oh, es mega. Gibt ja sogar einen Stift dazu. Klasse. Und jetzt musst du im Prinzip ein bisschen lesen, was da unten so steht. Und da musst du eine Antwort schicken. Und Touma schreibt mir, hey, we are all friends here. What's wrong with wanting to all hang out? Well, guess that means tomorrow's gonna be us guys out on the town. Dark, sorry, running late. I seriously just got off the stage. Aha, er ist also wohl Künstler. Sorry, man, and I was the one who set this whole thing up to... Aha, er kommt also zu spät und versetzt uns. Don't worry about it, werde ich ihm mal antworten. Thanks, man. Sorry again. Oh, by the way, I saw someone who looked a lot like Tsubasa. Der Tsubasa. Nein, es ist nicht Captain Tsubasa. In Odaiba today. Es ist unser Love Interest, Tsubasa. Es ist auch ein Doppelname, so gesehen. Also ein doppelverwendbarer Name. Ja, ich verstehe. Ein Männlein-Weiblein-Name. Did she tell you anything about her plans? Nope. Ich merke, ich bin sehr wortkarg. it was probably someone else than... Anyhow, I'll be here as soon as I can, so just hang on a little more. Oh, und er hat mir einen Sticker geschickt. Schicken, ja. Wow. So, jetzt sind wir wieder back in the Screen, den auch ihr seht sozusagen. Und ihr braucht auch keine Sorgen haben. Also zumindest jetzt in dem Prolog ist das ein Feature, das kommt, glaube ich, nur zwei oder dreimal vor. Tsubasa! Die Musik auch ganz typisch. Ja, man muss, also es ist wirklich typisch Atlus bzw. Persona, weil auch in Persona ist ja sehr, sehr, sehr poplastig. Viele Leute sagen, es steht Space Dandy. Wo? Ja, da. Ah, jetzt sehe ich ihn. Sprich mal mit ihm, heißt er vielleicht auch Space Dandy? Es ist ein Escorting Man. Holla die Waldfee. Kann man das auch falsch verstehen. Das kann sie sich leisten.
Aha, aha, aha. Ah, seine Schwester. Ja, genau, seine Schwester. Das ist seine Schwester. Aha. Genau, falls ihr euch wundert, wo wir hier sind, also wir sind tatsächlich, so soll das sein, in dieser lustigen Fuji-TV-Kugel. War Fuji-TV, oder? Oder war es TV Tokio? Ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, es war Fuji-TV. War's Fuji, aber wir waren nicht in der Kugel. Ich habe sie nur gesehen. Ja, waren nicht in der Kugel. Jetzt waren wir schon so oft in Tokio, aber noch nie in der Kugel. Auf jeden Fall sind wir ja, in dieser so Kugel. So oft war ich da schon. Ich schon. Dreimal. Und ich war kein einziges Mal da, obwohl ich jedes Mal auch tatsächlich war. Auf jeden Fall findet dort, wie ihr vermutlich ahnen könnt, ein Idol-Event statt. Anzug. Nee, nee. Which will take a turn for the worst. Mhm. Nee, ignorieren die mal. Ich frage mich, ob das wirklich so ist, dass man hier erstmal durch so ein Labyrinth durchrennen muss. Mhm. Durch die Masse komme ich nicht da. Dann sprechen wir mal mit Tsubasa. Captain Tsubasa. Da hat sich ihre Beine aber ganz gut erhalten für einen Fußballspieler, das muss ich schon sagen. Hallo. Vielleicht kann sie ja den Trainerjob in England übernehmen. Wahrscheinlich. Burn! Aber jetzt ist ja auch nicht schwierig mit der Einreise. Das war vorher kompliziert und ist jetzt auch kompliziert. Da hat sich nichts geändert. Link Stato wirft übrigens kurz in die Runde. Bei Persona Golden kannst du auch einstellen, dass der Text automatisch tatsächlich weitergeht. Vielleicht habe ich das auch und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Weil es schon wieder Link Stato hätte gerne einen kleinen Crashkurs in Sachen Persona. Ja, da bist du bei uns falsch. Du kannst Persona 3 bei uns auf DVD und Blu-ray kaufen. Kriegst du einen super Einstieg. Tsubasa? Du weißt, Baby, dass du Auto weiter einstellen kannst. Ach so. Das hat sich schon wieder ausgeschaltet. Warte mal. Oh, did you hear? He is doing a live concert in the middle of Shibuya soon. Waren wir nicht auch, sind wir nicht auch in der Mitte auf Shibuya an einem Konzert vorbeigelaufen? Oder war das Ikebukuro? Nee, das war Shibuya, das war wo sie Shibuya uns da weiter gescheucht haben. Ja, ja, wir wissen natürlich, von was sie redet, weil wir wollen sie ja flachlegen. Entschuldigung, also nicht Zacko. Nein, Zacko hat den Tipp gegeben und nicht Linko. Ihr seid einfach blau alle. Ihr habt alle blaue Texte. Wie soll ich das auseinanderhalten? Prügelt euch drum, wer den Tipp gegeben hat. Auf jeden Fall, das bin ich dankbar, weil er was gelernt hat. Mal wieder was gelernt. I'm happy. Natürlich. Auf jeden Fall, es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben als Idols. Oh, guck mal. Ja, natürlich. Ich sag, das ist unser Love Interest. Später, wenn Tuma auftaucht, auch ein sehr witziger Moment, aber ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. Hm? Ist das von Nintendo direkt eigentlich gepublished worden? Ja, das hat Nintendo direkt gepublished. Was mich auch echt überrascht hat. Also, immer wieder. Nintendo hat ja viel Gebäsche bekommen dafür, dass sie die Videos so versemmelt haben. Und ich habe auch gesagt, also so drei gute Spiele sind jetzt doch rausgekommen. Mit Bayonetta und Xenoblade Chronicles und die. Denn ich muss mich heute Nacht echt bremsen. Also, ich wollte dann auch nicht endlos spielen. Es hat echt Bock gemacht. Also, vielleicht wird der eine oder andere gleich, wenn wir zum Kämpfen kommen, wird er sagen. Aber Basti war sehr excited über das, was er heute Nacht hier schon gesehen hat. Ich meine, muss ja auch ganz ehrlich sein: Das Studio, die haben halt auch kennen grundsätzlich was drauf. Also, die Persona-Spiele sind alle grandios gut. Das neue Persona wird hoffentlich episch. So, jetzt gleich ein wichtiger Moment. Die Spannung steigt. Mhm. One of Millennium. Mhm. Ah, es ist schon sehr, Personik. Personik. So, jetzt. Übrigens für unsere Twitch-Zuschauer, also
was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, wir haben gerade einen Test eben laufen, falls ihr euch gewundert habt, was ich vorhin von Schmarrn gelabert habe. Wir streamen nämlich parallel bei Facebook mal auf meinem Privataccount, also nicht wundern, ihr könnt das da jetzt nicht sehen, weil wir einfach mal gucken wollen, ob das läuft, wenn man Twitch und Facebook parallel versucht zu bespielen. Falls euch irgendwelche eklatanten Mängel außer vielleicht unserer Unfähigkeit beim Spielen auffallen, dann schreibt uns das doch bitte kurz in den Chat, dass wir sehen, okay, da müssen wir irgendwie was ändern. Doch jetzt begutachten wir diesen seltsamen... Das ist der typische. Gangnam-Style. Ja, aber es ist typisch. Inwiefern ist der typisch? Ja, wenn du auch mal... Kannst du dich noch an den Dogarera, gibt es ja auch den Promoter von den... Sie ist doch so ein Idol-Star und er ist doch der düstere Filmstar. Und der Promoter von denen hat doch auch so völlig einen an der Klatsche. Und auch der Promoter bei Samurai Flamenco, glaube ich. Oh ja. Der hat ja auch total... Nee, nicht der Promoter. Das ist ja der Presse-Heini von der Zeitung, der so durchgeknallt ist. Aber die hatten doch auch irgendeinen, der so ultra schräg war. Egal. Ja, ihr könnt gerne versuchen, mich auf Facebook zu adden, aber ohne mein Zutun. Privat ist privat, Business ist Business. Ach, guck mal, sie sticht da natürlich ja auch voll raus. Natürlich. Irgendwas hat sie falsch gemacht, glaube ich, in der Vorbereitung. Ja, aber sie hat am meisten dann und deswegen sagen alle, wow. Oh, krass, was die sich traut, Mann. I'm used to beat you. Kenn ich. Oh, ist sie nicht süß? Oh. Ich finde das Mikro eins geil. Brauchen wir für die Animagic. Uns schwant etwas Böses. Oh, Dirk beschwert sich, dass er keinen Sound im Laden hat. Ja. Ach, der Dirk. Das tut mir sehr leid für ihn. Das kann er jetzt nicht hören. Jetzt hat sie es gerettet. Jetzt. Die Antwort ist super. Da lag ich gestern Abend schon auf dem Boden vor meiner Couch. Also das noch nicht, das ist ernster. Ja. Wer das nur war. Oh Gott! Ist das nicht eine super Motivation? Ja. Das Leben eines Jugendlichen in Japan muss so einfach sein. Oh! Oh, Benny hat mich in meinem Stuhl verheddert. Benny ist out of sound. Nee, ich bin out of Batterie. Einfach nur. Muss ich weiterreden? Es leuchtet rot, man müsste mich theoretisch noch hören. Ja, habe ich irgendwas Wichtiges verpasst? Klappt's. Hallo Markus. Markus bei Facebook gerade geschrieben. Wir haben ja voll den Synchronsprecher-Overkill dann hier, weil Markus ist nämlich der gute Schuh-Oma in Guilty Crown. Hallo Markus. Test, test, hallo, hallo. Oh, your sister. Um was ging's gerade? Da war gerade was rot eingefärbt, das war bestimmt wichtig. Ja, auf jeden Fall. Er ist gerade dahinter gekommen, dass sie die Schwester von der Opernsängerin da ist. Tatsächlich? Die verschwunden ist. Ah, und sprich, sie war auch das Kind, was da im Saal gesessen genau. ist. Und I see. Und das ist jetzt schon ein bisschen seltsam. Also wenn ihr gerade aufgepasst habt, der komische Promoter-Typ da, der wirkt seltsam. Also so richtig ein netter alter Onkel ist das nicht. Nein.
Der hat doch den passenden Namen zur Stimme. Jemand, der Gudrun heißt, den stelle ich mir mit so einer Stimme vor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne Scheiß. Ja, die Crowd denkt sich schon, what the fuck? Aha, informed Crowd ist es sogar. Mhm. Meinst du, er hat so einen Anzug an, der dann den er als Disco-Kugel auch hernehmen kann? Ja, definitiv. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass die Wii U das von der Leistung nicht hergibt, dass der jetzt glitzert. Erinnert mich auf dem Gesicht ja so ein bisschen an den kleinen Helfer von Gaston und die Schöne und das Biest. Stimmt. Zacko findet den Promoter wahrscheinlich sympathisch, weil er sich mit ihm identifizieren kann. Mhm. Die hinten links ein bisschen magersüchtig, oder? So, jetzt hier Happy Musik abgeschaltet. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt sind wir hier mal im Düster-Modus. So mag ich das. Zacko, nein, ich bin nicht gemein zu dir. Wir haben uns alle lieb. Oh, Dirk hört uns. Vermute ich jetzt mal. Hallo Dirk. Hallo Dirk. Dirk, wir testen, ob wir auch bei Facebook streamen können. Du bist eins unserer Probandenobjekte. Wie fühlst mein du Drache, dich so, als ob mein Drache schon da? Genau, wenn ich möchte wissen, ob sein Drache da ist. Wir testen Streaming auf Facebook. Und Dirk sagt, es klappt. Oh mein Gott, das ist ja, so aufregend. Wir chatten auf Twitch und auf Facebook. Und können gleichzeitig mit dem Dirk reden. Das ist super. Dirk, ich habe da mal ein paar Miniaturen, die ich gerne bestellen würde. Hast du einen Zettel parat? Ist mein Drache da. Und sind meine, ich wollte ja auch noch diese Zusatzmodelle zu dem neuen Warhammer. Focus, Benny, focus. So. So, er ist ganz eckig. Wir haben ein bisschen dreieckig. Ja, und dir flasht alles. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Migräne habe, sieht das bestimmt genauso aus. Dass um mich herum so Dreiecke flirren. Itsuki. Ihr merkt übrigens, ja, also Benny macht eigentlich nichts. Also ja. Benny ist voll mal gelaufen und das ist das, was ich meinte. Wir haben jetzt relativ viel Intro, wo wir uns erstmal durchklicken müssen. Allerdings muss ich aber auch sagen, das gehört so. Also ich kenne keinen. Zumindest habe ich bis jetzt kein Atlus-RPG gespielt, wo es nicht so ist, dass du erstmal. Ja, das stimmt. Aber das ist ja cool, das gehört ja so, finde ich. Und ich glaube, es ist auch das, was die Community will. Also. Warum spielt man so ein Anime-Spiel? Weil man ja im Prinzip. Ja, weil Anime man ja tatsächlich will, irgendwie spielt. Eben ein bisschen mehr. Ein bisschen Anime haben möchte. Dirk ist noch im Laden, das heißt, du kannst deine Bestellung aufgeben. Aber das war, ich muss keine Bestellung aufgeben, er weiß, dass ich das haben möchte. Ja. Oder ist das etwa wieder so wie bei den anderen ist Sachen? Ist das etwa wieder verloren gegangen, Dirk? Mm-hmm. Okay, Focus, denn jetzt... Suasa! Jetzt denken wir uns, something weird just happened. I think we need to go through that. Und anstatt gate. Die Polizei zu rufen, denken wir uns, ab durch das Tor! Oder mal irgendeinem von den Toten auf dem Boden zu helfen, wäre auch naheliegend. Da hinten leuchtet es, da kann man bestimmt looten. Nein. Verdammt, ich bin zu weit vorgelaufen. da. Ja, wir lernen gerade, wie man saved, ist völlig irrelevant. Die naja, sterben doch nicht. Ich war gestern schon mal mit einem Charakter auf 5 Lebenspunkte runter. Das war ein bisschen knapp. Also das leuchtet. Nee, das leuchtet so. Nur. Gut. Macht nur ein bisschen bling-bling. Touch it, buy it, use it, break it. Ich habe schon lange die Live-CD nicht mehr gehört. Ja. Looten und Leveln, das muss drin sein in dem Spiel. Ich kann euch versichern, man lootet und wir man kommen jetzt langsam in die Loot- und Level-Area. Mhm. Das ist, ich also nenne das, soll das Fucked Up Diver. Was auch ein typisches, also ich möchte jetzt nicht Persona-Ding sagen, aber ein typisches Ding für Atlus ist, dass du dann immer in die Parallelwelt aus irgendeiner Form kommst und die Parallelwelt ist immer düster Fuck. Ja. Super, da! Und hier geht es ganz schön, wir als alte Tokio-Hasen, ja, Benny mit seinen 32 Trips nach Tokio. Da, Vollgas. Also, das da hinten ist die Rainbow Bridge. Genau, hier ist die Rainbow Bridge und
diese Skyline, wie ihr die da hinten seht, ich glaube, das sieht man gar nicht so, so oft. Aber wenn man in Tokio ist bei Nacht und man guckt gerade auch dann von Daiba so auf die Stadt rüber, das sieht tatsächlich so aus. Also vielleicht nicht ganz, ganz so düster, aber da stehen definitiv so viele Häuser und die haben alle diese creepy roten Punkte. Damit keine Hubschrauber dagegen fliegen. Damit nichts dagegen fliegt. Da ist Tokio fast noch schöner als tagsüber. Das hat einfach sowas Blade Runner-esque-mäßige. Was allerdings nicht so ist, da muss ich euch enttäuschen, also wenn ihr in Daiba seid, fliegen da nicht so seltsame Blöcke überall durch die Gegend. Wäre da aber hier auch ein Wasserfall rund um Daiba, gibt's leider auch nicht. Und die Rainbow Bridge ist auch nicht so gebogen. Also und auch nicht so nah dran. Und auch nicht so nah dran, das muss ich ja auch sagen. Ja. Wo war denn unser Hotel? Also wenn da die Rainbow Bridge ist, dann müssen wir unser Hotel... Wir sind praktisch in unserem Hotel. Weil eigentlich das Riesenrad steht ja auch auf Daiba. Aber das passt irgendwie nicht. Wir können ja auch mal das Gundam-Museum suchen gehen. Ich glaube, das ist auch ein wenig abstrakt dargestellt. Ich habe ja keine weiteren Sehenswürdigkeiten. Kann ich das Invertieren noch umstellen? Ja. Das ist wirklich... Wir kriegen eine... Benni kriegt eine Nachricht. Essen-Dingsen. Read Urgent Topic. Hey, Summer, weird stuff's going down in Daitama right now. Where are you? Is everything okay? I think I still in Daitama. I went through this weird gate thing and ended up in some huge place I've never seen before. Mm-hmm. Oh crap, that's not good. Großartig. Echt, you know geil. This play? Ich find's geil, wie gechillt wir dastehen. Mm. Ja, also wir sind gerade durch ein Portal gegangen und what the fuck is going on? Aber er steht ja so da, ganz cool mit dem Handy da. Hand in der Hüfte und ich schreibe jetzt mal eine Textmessage. Das ist typisch so, Smombie nennt man das, oder? Glaube ich tatsächlich. Smombie ist doch der Smartphone-Zombie. Aber egal, I can't explain right now, man. Itsuki, I need you to get out of there now. I don't really get it. But Tsubasa got kidnapped by some kind of monsters. I'm not just leaving her behind in here. Achso. Ah, das war's schon wieder. Das war's schon. Sehr gut. Ja, du darfst ein bisschen laufen und dann darfst du demnächst auch mal, ihr werdet nicht glauben, kämpfen. Girls Voice. Und du kannst auch, wenn du willst, aber wenn du jetzt mal, ich glaube, Y drückst. Y. Ja, das ist nämlich Reise. Das schicke Menü. Dann kannst du runter auf System gehen. Und kannst auf Settings gehen. Und dann kannst du irgendwo da Kamera Vertical Inverted auf Normal stellen. Wieso steht sowas überhaupt auf? Das weiß ich nicht. Ich find's auch verwirrend. So. Ich finde das Menü. Ja cool, wie er da im Blumenbeet liegt. So. Flower Power Spiel. Mhm. So, was der Benny jetzt auf seinem Touch, also ich erkläre es dem Benny ganz kurz, auch wenn ihr es nicht seht. Was ich sehr schick finde, du kannst hier nämlich auf dem Ding, kannst du nämlich die Map aufmachen und kannst da dann auch theoretisch durch die unterschiedlichen Ebenen schalten und kannst dich zentrieren und so. Sehr hübsch. Ist das so yogamäßig? Ich zentriere mich. Ja, du zentrierst dich. Kannst deinen Charakter mal ein bisschen zentrieren. Ich wollte gerade sagen, ich löse mein Karma ab. So. Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, sie schreit sehr gerne. Also ich glaube schon, dass das innerhalb von diesem Fuji-Gebäude sein soll. Ich denke auch, ja. So von der Architektur her. Jetzt stechen sie ab. Ah, sie ist ein Gefäß. Mhm. Wieder eine Feldanspielung, ja. Ja. Sie ist ein Gefäß. Ich finde das tatsächlich auch. Also wenn wir da gleich dann zum Kämpfen kommen und wenn ihr mal checkt, was da so dahinter steckt, ich finde es tatsächlich auch sehr Fate-lastig. Also ich finde, Fate könnte man auch durchaus als Referenz anführen, als Einfluss auf das Spiel. Der klingt so ein bisschen wie Death Gun. Wir hinterfragen jetzt nicht, warum der Geist uns nicht folgt. Natürlich. Oder überall aufpoppen kann. Es kommen ja noch so zwei, drei Momente, über die ich mich heute schon sehr amüsiert habe, wo ich mir denke,
Ja, ist halt ein JRPG. Das hinterfragt man als Charakter nicht, was einem da widerfährt. Spürt, dass da eine gefährliche Präsenz dahinter ist. Geh mal durch, würde ich sagen. Natürlich. Aber volle Kanne, Kopf voraus. Diese Geräusche kennt man eigentlich eher aus anderen Spielen. Du hast gerade mal das Testament wieder abgenommen. Ja. Die Geräusche kennst du aus Testament. Yokose. Ja, ist gut jetzt. Du wiederholst dich. Ja, blöd, ne? Sprich Freund und tritt ein. Und was war das Wort? Bell. Aber da, ich spreche mal falsch aus. Bellon oder Bellock? Bellock, glaube ich, mit K. Aber irgendwie haben wir gesagt Bellon oder Melon oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder. Die Viecher sehen halt schon irgendwie cool aus. Ja, jetzt sind wir hier vor allen Dingen in-game wieder Anime-Sequenz. Wie erwähnt von Studio 4 Grad Celsius. So heißen die. Entschuldigung, ich denke mir das nicht aus. Dirk sagt Melon. Guck mal. Ach, scheiße. Ich hab vergessen, dass der Dirk da ist. Der hätte nicht mit Herr der Ringe anfangen können. Das Schöne ist, er kann uns keinen Konter geben, wie scheiße er die Filme findet. Ich kann jetzt eigentlich 90 Minuten lang nur die Filme preisen, um ihn zu ärgern. Das kriegen wir am Donnerstag alles zurück. Ja, ich weiß. Oh, er lässt die Macht aus sich hinaus. Ja. Du musst dir vorstellen, das ist so ein bisschen wie so ein Beschwörungskreis. Mhm. Denn. Oh. Hat Lancer Schnitt. Beschworen. Nein, Lancer, nee. Lancer ist es nicht. Wir sehen ihn vielleicht gleich. Ah. Den finde ich übrigens ultra stylisch. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die an das eine Volk aus Zelda. Mhm. Ja. Wobei ich jetzt auch da sagen muss, also ich finde die Servants, wie ich sie ja nenne, in Fate-Traditionen, die finde ich sowieso super stylisch. Also ich habe 3 Stück schon gesehen. Und ach, das ist jetzt mein Servant? Das ist dein Servant. Oh, wie geil. Der ist tatsächlich cool. Natürlich. Die macht immer nur dasselbe Geräusch. NNGH. Kann ich mal Synchronsprecher werden? Zaku, wir alle sind Gefäße. Fragen über Fragen. Mhm. Oh Gott. Ihre Brüste leuchten. Es ist vielleicht doch Testament, das Spiel. Stell dir mal vor, wie schlimm das wäre. Eine Mischung aus Testament, Fate und Persona. Oh Gott, das arme Spiel. Ja. Weil da fehlt noch ein Hauch Demon King. Oh. Und da musste ich total an Guilty Crown denken. Tatsächlich. Er extrahiert es aus ihr raus im Prinzip. Mhm. Und er macht immer er schreit immer das Gleiche. Ja. Falls Markus noch da ist, ja. Du als nein, Markus ist nicht mehr da. Unser Schuh-Oma-Sprecher könnte sich mit Sicherheit damit identifizieren. Sie ist Lancer, sie hat die Stange dabei. Die Stange. Sie ist quasi der Persona, um bei Persona zu bleiben. Sie ist quasi der Persona von ihr dann. Nein, der ich bin für Servant, wir sollten bei Fate bleiben. Ja, Persona-Servant. Und das finde ich jetzt super, ja. Also die zwei sind in dieser seltsamen Welt. Wurden gerade von irgendwelchen Monstern befallen und haben eigentlich keine Ahnung von nichts. Und jetzt machen sie einfach mal Carnage-Form und transformieren sich jetzt wie so... Go Power Rangers. Genau, wie Power Rangers. Einfach so spontan. Natürlich. Aber finde ich super. Also das war einer der Momente, kein Scheiß, auch wenn es total dämlich eigentlich von der Story her ist. Aber es sieht halt echt cool aus. Ich habe so Spaß gehabt gestern Abend und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah geil, ich werde dieses Spiel richtig durchsuchen. Da weißt du, was cool ist? Wäre sie jetzt nicht weiblich, sondern ein Typ, könnte es auch Ding sein. Die Magical Boys. Ja, die Magical Boys. Ich fände es mega witzig. Also jetzt für alle kleinen Perverso-Jungs, die wir ja gerne hier im Twitch haben. Hallo Dirk. Oh, der war gemein. Nein. Ich kann euch beruhigen, der Booby-Count ist gegeben in diesem Spiel. Wir werden später noch viel größere Brüste sehen.
Aber auch für die Mädels, keine Sorge, ihr braucht nicht ausschalten, weil die Jungs auch ziemlich heiß sind. Also ich finde, das Charakterdesign ist echt gut. Und ich finde auch jetzt, diese Kostüme sind definitiv ein Upgrade auf das, wie wir vorher rumgerannt sind. Das Schwert sieht ein bisschen aus wie der Schlüssel aus Kingdom Hearts. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Schwert, mit dem ich nicht kämpfen wollen würde. Aber das Schwert kann sprechen. Tatsächlich? Das Schwert ist ja jetzt dein... Du hast den Speer in der Hand. Persona. Mann! Wie sie mit dem Speer verstecken. So, und jetzt. Da oben ist die Reihenfolge. Wir analysieren mal kurz diesen Bildschirm. Benni, du hast es ganz richtig erkannt. Wir haben oben die Initiative-Leiste. Grün wir, lila Monster. Rechte Seite, du darfst raten, was es ist. Meine Charaktere, Lebenspunkte, Mana. Boah, das ist Wahnsinn, was du alles weißt, ey. So, und dann gibt's eben unten Attacks. Und es gibt Skills. Ja, überraschenderweise, Attack ist ein Basic Attack mit der Waffe. Skills ist Heilen und irgendwelche Sonderschmarrn-Gedöns. Und dann wird's gleich... Genau. Wir haben da auch noch ein Publikum. Also du haust Stopp, nein. Warte mal. Ich kenne das ja jetzt schon. Oder möchtest du selber alles herausfinden? Ich finde ja erstmal lustig, dass der Troll nur Level 1 hat, obwohl er dreimal so groß ist. Ach so, dass er spricht. So. Ja, und genau, Zaku schreibt schon, rundenbasiertes JRPG, I love it. Genau, das ist schon mal das, was mir am besten an dem Spiel gefällt. Es ist kein Schnickschnack-Schmarrn, rumrennen und irgendwelche seltsamen Schmarrnsachen. Er hat eine Weakness dagegen, ist genau wie Persona. Wenn ihr das richtig erkannt, sondern sie kann heilen. Es ist tatsächlich wie Final Fantasy X oder viele andere alte Spiele. Wir haben eine schöne Initiative-Leiste und man kann sich in Ruhe überlegen, was man machen will. Basti genau ist totally in love with this game, genau wie Zaku. Und ja, Benni lernt jetzt gerade einfach mal ein bisschen kämpfen. Das ist halt jetzt auch noch eben Tutorial-Niveau. Ich ein bisschen aufs Maul. Also geheilt habe ich mich erst beim 6. Kampf oder so. Wir haben gelernt, der ist weak dagegen, also hauen wir auf ihn. Genau. Und das, was ihr jetzt seht, ist aber noch nicht alles. Also das Spiel kann noch ein bisschen mehr. Auch wenn es im Kampfsystem eigentlich relativ einfach ist. Ist es immer dieselbe Arena? Ich glaube jetzt in der Welt, ja. Ich war ja noch in keiner anderen. Finden wir heraus, ob das hier weak dagegen ist. Tatsächlich. Großartig. Und wenn der jetzt gleich umfällt. Aber nein, wir warten, bis er umfällt. Wie viel hat das Viech noch? Ah, komm, den hauen wir auch so gleich. Siehste. Ja, Zaku, du hast richtig gehört. Final Fantasy X. Basti ist riesen Final Fantasy X-Fan. So, das finde ich jetzt auch ultra hübsch, weil es einfach knallbunt ist. Genau. So gehört sich das ja auch. Oben, ja, Level Up, dann ganz wichtig für die Benutzung der Waffen. Ja, wenn wir eine Waffe benutzen, diese Waffen geben uns Skills. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, aktuell haben wir nur zwei Waffen. Die benutzen wir jetzt in diesem Tutorial und dann immer, wenn wir da was hochgelevelt haben, gibt es einen neuen Skill für den Charakter. Das kann man dann wohl später tatsächlich, wenn man halt Waffen ganz viele hat, kann man so ein bisschen halt hin und her tauschen und man muss mit den Waffen kämpfen, um bestimmte Skills dem Charakter freizuschalten. So, und hier, das finde ich total stylisch, ja. Also das ist Level-Up-Screen. Die Zeichnung von ihm, so langweilig ich den Charakter am Anfang fand, aber die Zeichnung von ihm ist echt cool. Mhm. Also ihr seht hier total hübsch die Statistiken. Ja. Düm, 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 düm. Tsubasa Oribe. Skills haben wir jetzt noch nicht abgegradet, da kommen wir gleich dazu. Wie hieß sie? Oribe? Oribe. 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 Mit O oder mit H? Mit am O. Anfang. Ah. Doch nicht Ikone. Ist jetzt schade, dass sich zurückverwandeln. Oh, jetzt sind sie wieder voll langweilig. Ja, das war unser erster Kampf. Wir lernen jetzt noch ein bisschen was über die seltsamen Servants, beziehungsweise Personas, beziehungsweise was auch immer wir da gefunden haben. Warum mit Aoi verwandt ist? Möglicherweise. Hallo Shishigami 69.
wir haben einen neuen Zuschauer. Ich kenne Shishigami 69 noch nicht. Kennst du Shishigami 69? Aber hallo, 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 hallo. Arigato. Arigato. Yoroshiku, Itsuki. Der Sprecher, wir kommen die ganzen Sprecher so ultra bekannt vor. Wir wollten ja das jetzt eigentlich mal recherchieren. Aber wir kommen die alle super bekannt vor. Wer eigentlich die Sprecher hier sind, denn... So. Guck mal. Ui, können wir schon ein bisschen spoilern, was da noch für Charaktere kommt. Super. Gucken wir uns mal den Hauptcharakter an, während der Benny lernt, was er da so für Personas mit sich umschleppt. Mhm. 18 Jahre alt, das mussten sie aber auch dann machen. So, also unser Hauptcharakter, naja, der gute Itsuki, wird von Ryohai Kimura gesprochen. Nicht Kitamura, leider. Und der hat zum Beispiel, ob ihr es glaubt oder nicht, in Akamegakill gesprochen. Was für ein Zufall. Rein Zufall. Den Siura. Dann hat er in Angel Beats den Hideki gesprochen. Ach, guck mal, er kennt ihn. Dann hat er gesprochen, Diabolic Lovers, Eden of the East. Kim Possible sticht da ein bisschen raus. Finde ich super. Wen hat er bei Kim Possible gesprochen? Wait a Load. Ah, der Hacker. In Magi hat er Yuda gesprochen. In Psychopath hat er Kirito gesprochen. Moment. In Seven Deadly Sins Hauser, in Sankaria Chihiro. In Silverspoon hat er Hachiken gesprochen. Oh. Habe ich noch nicht fertig gesehen oder noch gar nicht richtig gesehen, sagen wir es ja so. Oh. Habe ich schon Oh gesagt? Oh. Ja. Gucken wir mal, was unser Mädel, die Tsubasa, gesprochen hat. Das ist Inori Minase. Schaut ein bisschen seltsam aus. In ihrem Grinsen. Sie hat in Altnoah Zero Edel Rito gesprochen. Sie hat in Black Bullet Asaka gesprochen. So viel mehr hat sie noch gar nicht gesprochen. Sie ist also ein relativer Neuling. Dann gucken wir mal, wen haben wir denn noch so? Chrom können wir noch gucken. Chrom, okay. Chrom, nicht Chrom. Das ist wie Kronk. Kronk. Kronk wird gesprochen von Tomokazu Sugita. Der hat gesprochen in Attack on Titan Marlo, eine ganz große Rolle. Der hat in Assassination Classroom Karasuma gesprochen. Sag ich doch, den kenne ich aber richtig. Ja. Der hat Karasuma gesprochen. Tatsächlich, ja, jetzt. Ja, ja. Definitiv. Wenn man es weiß, dann hört man es sofort. Ja, das kam mir auch so bekannt vor. In Food Wars hat er Etsuya gesprochen. Er hat auch richtig viel gesprochen. Das dauert, bis wir durch die Liste durch sind. Was haben wir denn? Irgendwas noch von uns? Ja. In Magi hat er Drakon gesprochen. Verdammt. Ist er tot? Nee, aber es ist wie bei Persona. Das, ich habe wieder zu früh oder zu spät immer gedrückt, wenn du davor zu hauen sollst. Oh, Benny! Nein, ich sehe es jetzt schon. Er hat in Testament den Yahiro Takigawa gesprochen. Das war der Höhepunkt seiner Karriere. Bestimmt. Ich bin mir sicher. Milliarden hat er damit verdient. Ach, so, ihr seid. Guck mal, dann Seda. Wir machen Lustiges. Es sind wirklich erraten. Hallo, Phoenix. Phoenix the Dragon. So, Seda wird gesprochen von Saori Hayami. Wie sagst du mir bitte, dass du dich erst im sechsten Kampf geheilt hast? Die haben ja beide nur noch ein halbes Leben. Ich war's da nicht drauf. So, Sayori Hayami, die hat gesprochen in Eden of the East, Asahi, in Fairy Tail Kagura. Das ist eine super Serie. Ladies vs. Butlers, die müssen wir kaufen. Ich finde einfach den Namen geil. In Noragami hat sie Tsuyo gesprochen. Fancy. In One Punch Man hat sie Fubuki gesprochen. Yeah! Kronk hat einen neuen Skill. In Seraph of the End hat sie Shinoa gesprochen. So, in, oh, guck mal, in Sword Art Online hat sie Sachi gesprochen. Also unser Persona-Mädel da.
Was war denn das mit den Neko-Ohren schon wieder? Für einen Fetischkram. Show by Rock, das hier. Ach, meine Güte. Ja, so, wir haben mal kurz die Sprecher analysiert, die bis jetzt vorgekommen sind. Benny lernt jetzt, und hier seht ihr was im neuen Skill. Und es gibt Session Skills, es gibt Command Skills, es gibt Passive Skills. Und da habt ihr Slots, gut. Die könnt ihr besetzen. Und wenn die Slots voll sind, dann müsst ihr irgendwann mal was abgeben wieder. Und dann beginnt das Character Designen sozusagen. Ah, also wir müssen jetzt hier einen Session Skill nehmen bei. Genau, das ist ein Session Skill. Und jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, wo du lustige Kombos dann auslöst im Kampf, wenn du die Schwächen der Monster richtig benutzt. Natürlich benutze ich die richtig. Den letzten, den wir uns jetzt noch anschauen, das ist der gute Perverso Promoter. Der wird gesprochen von Hiroaki Ishikawa, der sieht doch im realen Leben so aus. Tatsächlich. Der hat gesprochen, schon ganz viele Sachen. Spider-Man, Superman, Barbie as Rapunzel. guck mal, er hat Kronos in God of War 2 gesprochen. Und in Shenmue hat er Terry gesprochen. Sag ich nochmal Terry? Guck mal an. Ja, aber ansonsten nicht so viel. Das hätte ich nicht gesagt. So, damit haben wir alle Sprecher analysiert. Benny darf jetzt ein bisschen kämpfen. Du haust echt spät zu. Also ich hau da immer früher zu. Ich hab ihn doch jetzt erwischt. Ja, aber es war schon wieder knapp. Also das war arg knapp. Hab ich jetzt mit ihm eigentlich einen Angriffsskill? Ach nee, das andere war so ein aktiviert sich erst, wenn der Moment da ist. Skill. Nee, da kommen wir gleich dazu. Also sie ist jetzt wichtig zum Verstehen. Ja? Also sie hat jetzt diesen Session-Skill gelernt. Und mit einem Session-Skill kann sie einen anderen Angriff supporten. Das bedeutet, jetzt musst du mit ihr erstmal einen normalen Angriff machen. Hier. Kannst du mal auf so einen Dark Mage draufhauen, damit du lernst, dass der nämlich schwach in seiner Lanze ist. Form of Follow-up Attack. This is called a Session. Triggers off. So, genau, jetzt musst du den Zio machen. Und jetzt kriegst du schon angezeigt, ja, die haben ein Ausrufezeichen, das heißt, die sind weak dagegen. Und stopp, du hast es schnell weggemacht. Verdammt. Jetzt siehst du schon, ja, sie kommt dann dazu, haut ihm richtig aufs Maul. Jetzt müssen wir warten, bis er das nächste Mal dran ist. Aber vielleicht sollte sie sich tatsächlich doch mal heilen. Ich glaube halt, dass die wahrscheinlich bei mir die Angriffe anders verteilt haben. Oh, ja, die macht sich ja gleich wieder voll. So, und jetzt machen wir mal langsam. Du wählst mal Zio aus. So, und jetzt geh mal rüber. Und jetzt, ganz wichtig, Session-Line-Up. Ah. Du kriegst nämlich angezeigt, welcher Charakter aus deiner Party mit welcher Aktion den Angriff supporten kann. Das heißt, also man kann da so ein bisschen durchklicken und kann gucken, okay, wem hauen wir jetzt wie am besten aufs Maul. Das ist schon cool. Gehen halt echt so auf die Punkte. Ihr seht, man kann auch aus dem Kampf nicht tun, weil wenn dann keine Und du auch. Man kann Garden und man kann Tactics. Hab ich noch nicht. Aber Taktiken sind eh überbewertet. Oder? Völlig. Die Sternchen. Natürlich. Je mehr Sternchen, desto besser. Sternchen, Blickling. Der hat wieder einen neuen Skill. Das ist jetzt ein normaler und das ist wahrscheinlich ein Angriffsskill. Genau. Finde ich gut. Yes, this will do. This is good. This is good. So, ich muss mal ein gutes Knüppelbett nehmen. Wo war das andere? Hier war doch noch eins. Nee, die verschwinden dann. Achso, wie langweilig. Ausgetrickst. Das ist lustig gefunden, wenn du jetzt ewig im Kreis hinter ihm hergerannt wärst. Soll vorkommen. So, gucken wir mal, was wir da haben. Ja, wie abwechslungsreich. Ja, neue Gegner gibt es leider erst, wenn du auf der nächsten Ebene. Und es ist auch tatsächlich so, dass auf der Schwierigkeitsstufe du im Prinzip nicht sterben kannst. Jetzt hast du. Egal. Was denn? Aber wenn du ihn mit der Lanze angegriffen hättest, hättest du vielleicht auch eine Kombo ausgelöst. Nee, weil er hat ja noch gar keinen Session-Skill. Hat er nicht gerade einen bekommen? Nein.
Sie hat gerade einen Skill bekommen. Achso, okay. Sorry, ich dachte, er hat seinen schon. Nein. Deswegen habe ich ihn angegriffen, weil das Viech ist eh mit einem Hit tot, wenn sie gleich hinterher haut. Ja, das ist hier in dem im Prolog tatsächlich so, aber dass... Warum hauen die eigentlich alle mal aufs Maul? Nur weil sie wusste. Was ich sagen wollte, im Prolog ist es tatsächlich so, dass man so gut wie jeden Gegner, außer den Endboss, durch die Combo-Skills direkt legen kann. Also, dass die gar keine zweite Runde brauchen. Das Einzige, was den Strich durch die Rechnung machen kann, ist, dass dir dann Max-Punkte ausgehen, oder dass du stirbst. Wenn du stirbst, ist es auch nicht so schlimm, das ist auch wie in jedem guten JRPG. Du findest in diesen Kisten, die da gleich so rumliegen, findest du nämlich auch so Wiederbelebungsgedöns. Und dann kannst du deinen Charakter oder kannst du Charaktere wiederbeleben. Jetzt hat er einen Session-Skill, siehst du? Ich war schon eins zweit. Ist okay, yes, this is good. Und du kannst auch ganz klassisch, wie in jedem guten JRPG, zwischen den Kämpfen, könntest du jetzt ins Menü gehen und könntest deine Skills benutzen, um deine Charaktere zu buffen. Zum Beispiel, oder beziehungsweise um zu heilen. Wie mache ich das? Ja. Hier drüber. Genau. Skills. Diva. Was blinkt da oben? Enemy Radar. Da oben. Rechts. Der sagt dir dann an, wenn Gegner kommen, glaube ich. Glaube ich. Da habe ich gestern leider auch nicht aufgepasst. Okay. Aber da, achso, die Tür. Ah, verstehe. Durch die Tür brauche ich was drin. Was. Ja, ist ja. Benni kriegt eine Nachricht. Tuma schickt eine kurze Nachricht. Izuki, are you okay? Yeah, somehow. I found Tsubasa too. We are alright. Where even are you guys right now? I have actually no idea. Ah, your dump is okay. Look, you guys gotta find the exit. Got that? There should be a round building somewhere south of you. The exit near. And be careful. Ja. Also genauso stand das auch in der Nachricht, ja? Also. That must be it. Bisschen aus wie so ein Zelt aus dem. Hier schon wieder. Hinterhältig an. Jetzt habe ich keinen First Strike. Ihr seid so Aber zum Glück hast du gerade nochmal geheilt. Also es sind zwei von denen. Das heißt, wenn ich hier einen Cleave drauf mache, dann müsste sie ja hinterher. Nee, weil dazu hat sie noch kein Session Skill. Ach, die muss dann auch nochmal spezifisch zu dem einen haben. Ja, deswegen, also ihr seht ja, wenn ihr so einen Gegner hier auswählt, oder du siehst das ja, die haben ja ganz viele Weaknesses im Prinzip. Und auch Resistance natürlich. Und das muss dann alles immer korrespondieren, wenn du das halt so hoch... Ah, da geht es jetzt. ...hochpushen willst. Sehr gut. Ich glaube, das ist das, wo dann halt das Grinden im Midgame wahrscheinlich so richtig losgeht, wenn man einfach sagt, okay, ich will jetzt mit jedem Charakter alle Variationsmöglichkeiten haben. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen arg viel hin und her rennen, um das alles hochgelevelt zu bekommen. Hallo an Neko Nya. Nyan. Hallo. Neko Nyan. Bakemono-tachi-ga-otosu, kore-te... Das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht Persona, sondern Performer. Das ist das Mojo sozusagen. Wir sammeln unser Performer-Mode. Und wir sind auch ein Performer-Mode. Wir haben jetzt eigentlich schon festgelegt, welcher Servant er ist? Nee, oder? Nee, ich habe nur bemerkt, dass er ausschaut, als wäre einer von den Volk da aus Zelda. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Assassin vielleicht? Ja, nein, wir finden keinen richtigen Fate-Server und finden, glaube ich,
Glaubst du, dass man wirklich so mit dem Schwert rennt? Also ich würde auf jeden Fall tatsächlich. So. Wenn du gleich zuhauen kannst, wenn so ein hässliches Vieh. Siehst du? Alles klar. Das sah sehr souverän aus. Ich weiß. Jahrelanges Training. Ach nee, sie hatte nichts mit dem Follow-up. Sind das eigentlich Monster da am Publikum? Schon, oder? Das sollen keine Menschen sein, das sollen Monster sein. Das sieht aus, ja. Also sie hatte keinen Follow-up-Skill dazu. Ich weiß, hast du ihn nicht gerade gelernt? Aber der würde dir angezeigt werden jetzt eben. Im Prinzip. Deswegen machen wir mal das hier. Hatte der eine Weakness? Nee, der hatte keine Weakness dagegen. Aber er hat eine Weakness gegen normale Attacken. Nee. Aber ich habe auch sau wenig Mana. Dann machen wir es so. Ich kann dich aber beruhigen, bevor du in den Bosskampf musst, kommt nochmal eine Aufladestelle. So, jetzt nehmen wir den, weil den kann man jetzt den Kombi machen. Zack. Ja, tada. Bufu. Ja. Bufu ist ein geiler Angriffsname. Also ganz wichtig zum Verständnis des Spiels ist auch, ja. Also wir sind ja alles, wie ihr unten seht, wir sind Artists, ja, also Künstler. Und uns wird unsere Performer, ja, also die Performance wird uns geklaut. Wir kriegen ja übrigens auch immer Geld. Ich habe bis jetzt noch keinen Platz gefunden, wo ich das ausgeben kann. Wir kriegen auch Items, aber Craften habe ich auch noch nicht gehabt. Sword Lunge. Ein weiterer Session-Skill. Ja, und jetzt hat sie nämlich den Session-Follow-Up-Skill für deinen Schwertangriff. Willst du, das ist gut. 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 Okay, vielleicht würde ich doch nicht so rumrennen, weil es einfach dämlich ausschaut. Wenn ich die ganze Zeit Angst habe, wenn ich irgendwie stolpere, schneide ich mir selber die Kehle durch. Habe ich ihn ausgetrickst. Hast du aber Glück gehabt, ey. Mal gucken, jetzt ist er auch nicht weg da, ne? Also ich glaube, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, Enemy Radar, orange ist irgendwo eins gespawnt und rot ist dann, ist es in der Nähe wahrscheinlich. Lauf mal drauf zu. Ja, genau. Also Enemy Radar grün, alles gut. Enemy Radar. Enemy Radar, Radar. Wie viel also ich habe dann drei Charaktere am Ende in der Party. Also so viel habe ich zumindest bisher freigespielt. Ah, okay. Aber weil die Frage wäre, wie lange man halt diesen Kombos-Ding da noch machen kann. Ich vermute halt, das fände ich halt mega cool. Vielleicht würden dann noch vier hinpassen, das weiß ich nicht. Aber viel mehr Charaktere würden da ja rechts auch nicht mehr an die Seite gehen. Und wenn der Kampf losgeht, siehst du ja auch immer im Prinzip eigentlich drei Slots, wo Kämpfer drin sein könnten. Mega gut. Den finde ich super. Oh. Das ist Mutanten-Kirby, habe ich hier getauft. Mutanten Kirby hat auch ziemlich aufs Maul. Der macht ordentlich an. Kaspar heißt er. So, jetzt machen wir erstmal eine normale, weil nachdem wir ihn einmal angegriffen haben, wissen wir, was er alles kann. Das ist schon mal nicht effektiv. Nee, du weißt ja nicht alles, weil du findest das ja nach und nach aus. Ich glaube, erst wenn du ihn besiegt hast, weißt du, was er kann. Aber der war gut, würde ich sagen. Critical. Aber da macht er jetzt keinen Session-Ding mehr. Nee, weil er muss erst im Prinzip rausfinden. Erst rausfinden, was die Weakness ist und danach kannst du erst eine Session gegen ihn schreiben. Warum hält das Konfetti hinterher immer auf? Das ist magisches Konfetti. Die armen Monster. Sollen sich selber auf, meinst du? Ja, ja. Ich wäre gerne Hausmeister in so einem RPG. Die ganzen Toten räumen sich immer selber auf. Das ist gut. Immer drauf. Natürlich. An was erinnern dich die roten Viecher? Mich erinnern die an irgendwas? Ich komme auch nicht drauf, aber ich kann mich auch noch an irgendein Spiel. Vor allem, das war definitiv irgendein Spiel, wo sie auch da andauernd aus dem Boden irgendwie rausgekommen sind oder so. Community, wenn ihr es wisst, an was erinnern euch diese roten Monsterviecher? Vier ist ja jetzt schon ein bisschen. Was auch immer das hier ist. Rakukacha. Rakukacha. Diesmal nehmen wir das Support.
Zauber, so mit Angriffsstärken, Verteidigungsstärken. So. Oh weh. Auch die Bilder, die im Hintergrund immer laufen, sind super. Das sind übrigens Mixer, ist dir das aufgefallen? Das sind Mixer. Ich habe gestern schon gedacht, ich habe überlegt, sind... Stimmt. Das sind Mixer. Ich habe immer gedacht, das sind irgendwie Zylinder auf Robobeinen. Nee, das sind Mixer. Ah, okay, dagegen können wir lieber nur normale Attacken hinkriegen. Lohnt sich das dafür noch? Ressourcenmanagement. Das sind keine Cosplays, finde ich. Also, hat viel Cosplay-Potenzial. Ich bin gespannt, wann wir die ersten Cosplays aus dem Spiel sehen werden. Also, ich würde ja gerne tatsächlich von Kronk würde ich ja gerne das Cosplay sehen. Kronk, Kronk. Also, sein stelle ich mir schon ein bisschen... Also das ist okay, ja? Also das kriege ich auch hin. Aber das andere... First Aid Kit. Das ist was, finde ich ein bisschen schade, dass die Monster tatsächlich dann verschwinden in dem Moment. Oh, zu langsam. Aber wir nähern uns dem Bossraum. Ah, es gibt einen Bossraum. Nimm dies. Und dann dies. Und ein Critical. Akihiko Kayaba, genau. In SAO, in der Stadt der Anfänge. Ganz am Anfang. Ja, oh ja. Genau so schauen die aus. Duh. Duh. Oh, wir sind hier. Ist einfach zu lange nicht mehr. Der Philipp hätte das gewusst. Der Philipp hat das gesehen. SAO 1 gesehen hat, ist ja 32 Jahre her. Mindestens. Wenn nicht mehr. Demihiko Kayaba. Das hat nämlich, Phoenix the Dragon hat geschrieben, ein bisschen wie ein Dementor aus Harry Potter. Ja, nur nicht in Rot. Weniger schwarz, halt mehr Rot. Ja. Deswegen Demihiko. Jetzt haben wir einen Kayaba. Passiven Skill. Hi. Hi. So, und jetzt hast du alle Skills dieser Waffe ausgereizt. Ach, mehr kann der gar nicht. Warum hat er dann noch so viele Slots? Ja, ne, weil du gerne Waffe wechseln kannst, um von einer anderen Waffe Skills zu lernen. Ach, also die Skills, die ich da habe, sind nicht Waffen. sind nicht waffenabhängig, sondern. Also die Slots, die ich habe, sind nicht. Also ich kann mehrere Waffen haben, bis ich keine Slots mehr habe, so gesehen. Ja, ich glaube, du musst halt die andere Waffe ausrüsten, sie dann hochleveln und dann kannst du dir die Skills von ihr nehmen. Was halt interessant ist, wie ist das dann, wenn du halt anfängst auszutauschen? Ja. Musst du dir die dann wieder erspielen, die Fähigkeit, oh, oder nein, ist die irgendwie gespeichert? Nein, Benny hat gefailed. Hast du keine Energy mehr? Yes. Ah, ja, gut. Ja, wobei, ist ja wurscht. Weil die Aufladestation ist ja direkt links neben dir. Ach, was lade ich denn auf? Ich glaube, du hast noch gar nichts, und oder? HP, 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 Revives an Ally. Ah, doch, da. Der Chakra-Drop. Ein small amount, 100. Das geht so in Yu-Gi-Oh!-Richtung. Du machst dann später, hast du irgendwie 200.000 Lebenspunkte und dann ist halt eine kleine Heilung 50.000. Hi, hi. So, jetzt aber. Guck mal, sie macht da oben schon die Nyanya-Pose. Wer hat eigentlich Faires gesprochen? Im Deutschen meinst du? Die Sprecherin würde ich, glaube ich, gerne mal treffen, damit sie mir das Miau-Miau irgendwo mal aufs Handy spricht. Das ist dann mein SMS-Ton. Miau-Kabel. Super Synchro, Leute, falls ihr Steins Gate noch nicht erworben habt von Peppermint Anime auf dem Blu-ray erhältlich. Der Charakter von ihr ist aber einfach euch. Kauft es euch und schaut euch Faires Miau Miau auf Deutsch an. Es ist einfach super. Miau Miau.
Was hatte sie noch? Die hatte so ein paar Sprüche. Sie stand ja auch da, wo sie dann sagt, sie hat die geheime Technik, sie hat ihr den Tod ihres Meisters überwunden, hat die geheime Technik gelernt und was auch. So gut. Aha, also da geht's runter. Da geht's. Die Grüne kann ich mal mitzählen, wie oft der Benny es verpeilt, den Gegner zu hauen, um den First Strike. Ja, wenn der sofort vor mir spawnt, also bitte. Ja. Man will ja nicht so sein. Schränkt sich das vielleicht auch beim Autofahren ein, die Reaktionszeit? Ach verdammt, jetzt ist ja kein Viech mehr da, was ich noch damit umnieten kann. Was macht eigentlich das hier? Das Office for Rebounds. Ah, mach mal. Dekadenz, ja. Was soll der falsche Geist? Tada. Naja, so viel hat das jetzt nicht gebraucht. Ich muss auch gestehen, ich hab's das erste Mal im Bosskampf verwendet. Ja, benutzt. Ist ja auch voll. Ach nee, wir laden ja jetzt eh auf. Du wirst es nicht glauben, der Boss fällt tatsächlich nicht nach einem One-Hit um. Ich weiß nicht, was dem einfällt. Der bleibt tatsächlich stehen, wenn man den haut. Oh Gott. So, die Wetten laufen. Wie viele Gegner würde Benny jetzt brauchen, um von dem Checkpoint wieder zurück zum Bossraum zu kommen? So, falls euch wundert, das grüne Licht ist kein UFO. Nein, es ist die Heilquelle. Wir haben volle Lebenspunkte und volle EP. Oh mein Gott. Ich hab's Ecstasy Points vielleicht. Wahrscheinlich. Oder Extreme Points. Mhm. Ekstase Points. Der klassische Bossraum. Mhm. Er schon wieder. Captain. Also an der Wall werden die Turncoats geköpft. Mhm. Bei der Nightwatch. Wir sollten ihn mit seinem Mikro verprügeln. Mhm. Da kommt mir eine Geschichte mit einem Mikro und einer Toilette und einem Rachen wieder in den Sinn. Karma ist da. Nein, verdammt, Tuma. Finden wir gleich mal raus, wer seine Stimme ist. Ich wollte gerade sagen, Basti kommt seiner Pflicht nach. Oh Gott, hat der echt so ein Ding auf der Stirn? Oh yeah. Das sieht ja bescheuert aus. Tuma Akagi wird von Yuki Ono. Der ist bestimmt verwandt mit Yoko Ono. Den kenne ich auch irgendwoher. Der hat auch irgendwas von uns gesprochen. Der hat gesprochen in Durarara, spricht der Chikage. Ah, den. Mhm. Ja, vielleicht erkenne ich ihn doch. Alter, was macht der denn da? Der macht ein bisschen Upgraden. In Silver Spoon hat er Shinichiro gesprochen. Da habe ich ihn doch verwechselt, verdammt. Wir waren noch in Amatora gesprochen, er hat in Gargantia gesprochen. In Fairy Tail spricht er Jason. In Code Geass spricht er Franz Wallo. Der Franz. Franz. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass keiner meiner Facebook-Freunde weiter zuschaut. Oder der Counter stimmt nicht. Ja. Steht null. Der Dirk hat mittlerweile aufgegeben. Der muss auch irgendwann nach Hause.
Jetzt geben wir erstmal der Blechbüchse hier eins auf den Deckel. So. Ach, da sind die kleinen Viecher. Ja, wir müssen ja mal rausfinden, was er hat und was er nicht hat. Also hauen wir mal mit ihr auf. Ach, jetzt hat er doch reingedammt. Mhm. Siehste? Vielleicht war es eine mega Weakness. So? Wir wissen, dass er hier gegen Weak ist. Oh, 3-Hit-Kombo. Mega. Sie schreit schon ein bisschen seltsam, wenn sie getroffen wird. Vielleicht gefällt sie ja, wenn sie getroffen wird. Man weiß ja nicht. Soll Frauen gehen. Failed. Oh, Dreier kommt sehr schön. Natürlich. Der hat aber einiges aus. Der hat auch viel mehr Leben als wir. Nee, jetzt. So ein Das fällt dem Boss ja. nur ein. Nein, nicht der Boss. Der Tomo. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, aber du wirst ja auch gleich erfahren, warum. Ja, der Held vom Erdbeerfeld ist. Jetzt geht er in Rage Mode. Mhm. Hast verloren. Auch das fand ich sehr unterhaltsam. Denn der gute Boss, der spielt jetzt ein Spiel mit uns. Mhm. Erstmal dreht er sich so lange, bis er kotzt. Da guckst du gleich schon so, also. Ich habe gestern schon überlegt, ob einer anders als die anderen ist. Aber so richtig. Eigentlich nicht. Wobei der rechts sieht anders aus. Guck mal, der qualmt anders. Oder? Die haben aber alle denselben Lebenspunktebalken, weil allen sind dieselben Weaknesses da. Das ist dasselbe Ding hier, meinst du? Ja, weil guck mal, der qualmt anders in seinem Mixer-Pot. Ja. Der hier. Oh. Guck mal, das sind wir. Also ich habe gestern gefailt. Ich habe den falschen zerstört. Ich glaube, du hast den richtigen zerstört. Tja, alles geht. Hallo. Also Tatsache, man kann es erkennen an dem Nebelschwaden. Denn, ich erzähle euch, was passiert, wenn ihr den falschen haut. Dann one-hittet der nämlich, wenn er zurückkommt. Super gut. Dann macht er einmal rums und egal wie viele Lebenspunkte du hast, du bist im Prinzip tot. Alter, wieso macht der kleine Stabmixer 51 Euro? Ich hab gehört, dass du den Stabmixer genannt hast. Du willst recht, das ist. Macht es Sinn, erst die kleinen Platz zu hauen? Ich glaube, wenn du den großen kaputt haust, ist der Kampf vorbei. Glaube ich, bin mir nicht sicher, aber ich meine. Ah, der hat keine Weakness dagegen. Ich meine, dass er gestern, dass ich noch einen von den Mixern stehen hatte und. Probieren wir mal, weil Blitz. Er hat ja eine Rüstung an. Theoretisch müsste ja Blitz bei ihm Schaden machen. Tja, wie unrealistisch. Er steht immer noch. Rums. Guck mal, der macht ja fast keinen Schaden. Die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Na komm. So schaut's nämlich aus. Tja, wenn die Wii U mehr Power hätte, dann wäre das auch eine Party-Animation gewesen. Aber vielleicht ist auch das eine typische Anime-Referenz, weil man ja gerne auch mal in Anime ein paar Standbilder hernimmt, um ein bisschen Zeit zu schinden. Natürlich. Hang mal.
Wow. Up, Level up, überall neue Skills, überall Overkill. Man kann übrigens an seinen Outfits wechseln, habe ich gesehen. Also ich habe noch keine neuen Outfits gespielt. Das ist das Entscheidende. Aber man kann Outfits wechseln und ich bin mir sicher, dass es für die Mädels Nackt-Outfits gibt. Also so halt quasi Nackt-Outfits. Der gute Anime-Fan braucht das ja, um glücklich zu sein. Ja. Bin mir sicher, dass ich das Spiel auch für euch nochmal in so einer Pre-Show zocke, wenn ich ein bisschen weiter bin, um euch einfach noch andere Charaktere zu zeigen. Es ist eine Mischung aus Karma und aus... wie heißt dein Durarara? Isaya. Und Karma hat auch rote Haare. Ja, Karma hat rote Haare. Und Karma ist cool. Und Isaya ist einfach cool. Was fehlt dir die letzte Staffel von S-Class? Nee, die letzte Staffel von Dura. Ja, fehlt mir noch. Und ich will ja wissen, was mit dem Hauptcharakter passiert, weil er ja dann doch psychisch ein bisschen seltsam wird und Shikashi Mirage ni hyōi sareta ningen to wa aa mo kawatte shimau no ka. Er ist halt Diablo in Shiny Armor. Kane wird gesprochen. Ich warte ja noch immer darauf, dass irgendjemand mal dieses geile Diablo 3 Cosplay anhat von Diablo. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesehen. Das wäre im Internet. Das ist schon fett. Kane, also der Rotgehörnte, wird gesprochen von Toshiki Masuda. Und der hat... nein, das sage ich nicht. One Punch Man spricht der Charanko, in Noragami spricht der Abe, das heißt nur so kleine Rollen. Das ist auch eher ein unbekannter Sprecher. Ja. Grimgar hat der Ork gesprochen. Ja, nee. Eher überschaubar. Was als nächstes kommt. Als nächstes kommt ja Big Boobs und die hat bestimmt auch eine bekannte Stimme, hat Benny vorhin schon gesagt. Ja, also ich kannte, sie sagt mir zumindest sehr viel. Und Big Boobs hat dann einen ganz klassischen Fate-Servant dabei. ヒーローは正体を隠すものだ。特に親しい友人にはな。トーマ。 Finde ich ja nicht. Also eigentlich wissen doch die engsten Freunde immer, was? Dass der Held ein Held ist. Tatsächlich? Oder? Weiß gut, ich meine, Bruce Wayne hat keinen Freund. Ja. John McClane auch nicht. Doch, Samuel Jackson. Die waren nicht wirklich Freunde im Film. Ich bin aber der Meinung, Samuel Jackson war da tatsächlich eine Fehlbesetzung. Ich finde, die beiden harmonieren da einfach überhaupt nicht. Doch, ich finde sie super. Echt? Ich find Bruce Willis mit Samuel Jackson ganz geil. Ich habe vorhin Andy Murphy genommen. Das wäre witzig gewesen. Bruce Willis einfach nur nach 2 Minuten dasteht und will auf ihn einschlagen. Halt die Fresse jetzt! Weil wie viele ernste Rollen hatte Eddie Murphy? Tatsächlich 2 oder 3. Ja. Aber nicht viel mehr. Metro, ja. Hat er den Verhandlungstypi gespielt und er war aber auch nicht gut irgendwie. Falls ihr euch übrigens fragt, wie diese Realität heißt, in der wir uns bewegen, die heißt Idolasphäre. Brauchen wir eine Karte? Du brauchst übrigens, kann ich dir ersparen, nicht dahin zurückzugehen, wo wir herkommen, weil die Türen sind immer noch geschlossen. Habe ich nämlich probiert gehabt. Also da muss man anscheinend später nochmal zurückkehren und dann kann man die Türen irgendwann... Dann kann man da unten die eine ominöse Tür, wo ich schon 2 Sachen zum Looten gesehen habe. Weil du konntest, bevor du in die Halle rein bist, in diesen Raum, konntest du nochmal runterfahren, wo du nicht runtergefahren bist. Und da war auch noch eine Tür, die du nicht aufgekriegt hast. Aber da war auch nur eine Tür und sonst nichts, glaube ich. Oder vielleicht noch eine Kiste, aber... Who cares? So, jetzt kommt Megaboobs, oder? Das war doch hier. Ja, das war da, wo wir vorhin kurz getestet haben. Oh. So. Du bist schon mal 10 Minuten schneller als ich. Tatsächlich? Ja.
Ich war da erst bei einer Stunde 30. Aber ich bin ja auch noch ein bisschen mehr hin und her gerannt. Das könnte auch aus dem schlechten Takashi Miike-Film sein. Übrigens morgen, hoffe ich. Hengagenga ist da! Der war schon lange nicht mehr da, glaube ich, oder? Hengagenga. Ja, weiß ich nicht. Ich hab lange nicht mehr. Irgendwann leider. Sag mir mal. Wir heften natürlich weg. Kämpfen wir. Hallo? Saku kann es kaum erwarten, bis Megaboobs kommen. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Jetzt wollte ich doch gerade mit ihnen kämpfen. No. Killer Kill. Nicht mehr Killer Kill. Jetzt sagt Akami. Nein, aber weil sie doch das... Ah, genau, da war sie. Genau, das eine Auge hatte und so weiter. Die Dariax ist da, sagt Miau. Miau, Miau. Hallo, Lidariax. Achso, Zacko möchte seinen Gewinn, den er morgen theoretisch bekommt, geschickt haben. Vergiss es. Hast du jetzt schon disqualifiziert. So, Basti recherchiert, ganz kurz. Ja, die gute Kiria, die da gerade aufgetaucht ist. Oder der? Nein, die war eine Frau. Ist sie, er, sie ist. Kiria wird gesprochen von Yoshino Nanjo. Und sie hat in Another Sayuri gesprochen. In, ja, nee. War's schon. In schwarzes Marken Lise Hohenstein. Ich fürchte, sie ist eine Deutsche. Möglicherweise. Aber viel wichtiger, mal gucken, ob ihr Servant überhaupt spricht. Tatsächlich. Ihr Servant ist Tarja, wird gesprochen von Kana Akuts. Nein, so spricht man sie mit Sicherheit nicht aus. Die hat gesprochen in, ja, nee. Nee. Dudley Escher in Logi Alchemists of Dusk hat sie Flamoy gesprochen. Und Fire Emblem hat sie Salya Serge gesprochen. Aber Megaboobs war immer noch nicht da. Ich kann für Megaboobs, mache ich schon mal auf. Megaboobs. Och, die schaut aber nett aus. Tada! Wenn man vom Teufel spricht. Mhm. Ich meine, es geht noch schlimmer. Ja, wir haben ja auch schon Dragon's Crown gespielt. Ja, aber sie ist ja auch schon älter. Also sie ist ja nicht im gleichen Alter wie unsere so. Main-Protagonisten. Aber Zaku ist wirklich mega Boobs has entered the building. Sie wird gesprochen für, übrigens von Ami Koshi Mitsu. Sie... Ich hoffe, die, da lage ich jetzt nicht falsch, aber ich kenne die. Ich finde, die Stimme ist... Sie hat in Black Bullet Miyuri Shiba gesprochen. Mhm. Sie hat in Blood Plus Mao Jahana gesprochen. Ja, da hast du noch nicht so viel gesehen. Halt die nochmal hoch, war das da oben nicht? Ja. Sie hat in Eureka 7... Anemone gesprochen. Genau so wird es geschehen. In Gangster hat sie Constanze gesprochen. In Rehamatora hat sie Art in Kindesalter gesprochen. In Jormungand hat sie Schokolade gesprochen. Ja, ist schon schlimm. Weißt du, wer sie gesprochen hat? Ryoko in Killer Kill. Das ist echt riesig. Sie ist Ryoko in Killer Kill. Da klingt sie aber schon ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das stimmt schon. Ryoko spricht sie halt rauchiger. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ich spreche sie viel, viel rauchiger. Das ist, ich kann es mir vorstellen, aber da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Phoenix wundert sich, dass sie keine Rückenprobleme hat. In Mushishi hat sie Isasa gesprochen. Oh. In Persona 4 hat sie Yukiko gesprochen. In Prison School, bestimmt die Lieblingsserie von Zaku, hat sie Kate gesprochen. In Samurai Girls hat sie Mia Charles D'Artagnan gesprochen. Ist die echt? In Sengoku Basara hat sie Tsuruhime gesprochen.
Die hat mal ein bisschen eine Vita hier. Die kann ein bisschen was, ja. Vielleicht sollten wir sie doch nicht auf ihre Brüste reduzieren. Das ist echt krass, dass das... Ja, es ist schon, aber wenn Ryoko in der Serie ruhig und sanft spricht, dann klingt sie tatsächlich so. Aha, wir sind Master. Die nächste Fähigkeit. Ja, ich sehe schon, alle sind in Love mit Samurai Girls. Ja, geht mal eure Brüste massieren, Jungs. Oh Gott. Tsubasa? Das ist natürlich jetzt auch sehr personallastig. Wenn du dich an die Deine erinnerst, die sie dann retten aus dem Ding, aus dem Tartarus. Mhm. Die dann, wo sie ja auch die ganze Zeit sagt, sie weiß nicht, ob sie von Nutzen sein kann. Und dann ist sie die quasi, die alle rettet, weil sie dann die Ability hat, mit der sie wissen, was sie angreifen müssen. Oder wie sie angreifen. Ich glaube, Megabubs ist die Overlord-Dame. Mhm. Wobei ja Ryder noch kommt. Also wir haben ein paar Charaktere fehlen ja noch. Mhm. Hier, guck mal, der sieht doch aus, als wäre was für dich, oder? Mhm. Der ist aber auch cool. Also er und der Ryoko, ja, die beiden. Wenn ihr euch schauen, uns gerade die Charaktere an, die noch kommen. Falls euch wundert. Oh, guck mal, der Charakter da heißt Tiki is my waifu. Ich glaube, das sind Bösewichte, das sind Gegner. Da kommt ja noch ein richtiger Held aus Fire Emblem vor, aber das spoilern wir nicht. Nee. Das ist ja geil, von dem habe ich sogar einen Amiibo daheim. Der kommt wahrscheinlich ganz am Ende aus irgendwelchen Gründen. Ich hoffe, wir können jetzt mal irgendwo shoppen gehen, dass wir mal coole Outfits bekommen. I'll do it. Natürlich. Oder irgendwas für unsere... Waffen oder so. Wir haben so viel Geld gesammelt. Ja, und wir haben schon unsere Waffen voll ausgebaut. Und ich will den einen Charakter haben. Na, ob wir den kriegen. Also, wenn die der Reihe nach hier auftauchen in der Liste, dann sind sie wahrscheinlich... Denn bis jetzt in der, tatsächlich sind sie. Also die oberen vier, ja. Ja, aber dann wäre das nächste, stimmt. Boop, boop. Vielleicht gibt es ihn dann gleich in der Basis, weil jetzt auch hier Megaboobs kommt. Megaboobs kommen in der Liste erst später. Ja, Lacey. Da kommt was ein richtiger Charakter zu sagen. Also da, ich muss ja ehrlich gestehen, ich kenne Fire Emblem leider nur vom Namen her. Ich bin nie dazu gekommen, es zu spielen. Ich weiß, dass es eine Schande ist, weil es ein unfassbar gutes Spiel sein soll. Oder eine unfassbar gute Spielereihe. Oh, die wird sich gleich noch umschauen, wenn der andere Typ kommt. Dann ist sie weg vom Fenster. Aber wie gesagt, den einen Charakter, der hier tatsächlich als Charakter für dieses Spiel gelistet ist, den kenne sogar ich. Das ist ein ganz großer Charakter in Fire Emblem. Mittlerweile hat es jeder nicht mehr aushalten können und hat nachgegoogelt, wer es ist. Ja. Ist so. Oh, das war aber unfreundlich. Ob sie wohl auch Wunden heilt, so wie die eine in Scheiße, ich muss da auch noch die letzten Folgen anschauen. Aber ich gestern zu fertig für. So, und ihr werdet es nicht glauben, wir sind gleich tatsächlich dann durch die Introduction durch. Bye bye. Und danach betreten wir tatsächlich Neuland. Danach wird spannend. Haben wir noch nicht gesehen, was passiert. That was the prologue. Sehr schön. Wir haben noch 31 Minuten, um das Spiel durchzuspielen.
Benni, gib mal ein bisschen Gas. Gas, ja. Ich glaube, ich sollte mal die Auto-Ding ausschalten und einfach. Ich glaube, du kannst es tatsächlich nicht skippen. Durchklicken. Ah. Ob es ein Lied zugibt? A star is born. Das ist eine interessante Sache, gerade hier. Aber auch das erinnert mich an irgendwas. Das ist eine Mischung, glaube ich, aus einem Division-Level und einem 24-Hauptquartier. Nee, weißt du, warum ich... Oh, das ist geil, das brauche ich. Einfach ein gardistisches Bücherregal. nee, das erinnert mich auch... Kannst du dich noch an Akibas Trip erinnern? Ja. Da war das Hauptquartier... Stimmt, da sah es so ähnlich aus. Akibas Trip muss ich auch mal weiterspielen. Das war echt witzig. Ich meine, es war monoton, aber witzig. Agito, ja. 何かの事務所みたいだけど見たいというかそのものズバリフォルトナエンターテインメントって聞いたことがないかフォントナエンターテインメントさすが翼ちゃんファンテイメント何で私 Das kommt ja öfters vor. Ist bei uns hier nicht anders. Eben. Ja? Tagsüber sitzen wir hier und machen für euch Anime und abends steigen wir in den Teambus und dann ist und dann sind wir Mystery Incorporated. Oh yeah, baby. Der Film ist Scooby-Doo. Ich bin Shaggy. Die Verena ist Velma. Ich wollte gerade sagen, die Verena ist Velma. Sochi? Oh, so gut. Oh Mann. Und Volker Patrick Haser sind die wechselnden Bauern, Schrägstrich Hausmeister, Schrägstrich. Den du immer die Maske runterziehst. Ja. Ja, aber kannst du dich an die South Park-Folge erinnern mit Stargast Korn? Wo dann plötzlich Korn die Mystery Incorporated war? Nee. Das ist ja so geil. Wo Korn dann im bester Scooby-Doo-Manier irgendwelche Fälle aufklärt. Ach, das ist so gut. Und so stelle ich mir das bei uns auf. Und weil wir die Stadt gerettet haben, spielen wir für euch zum Dank ein Gratiskonzert. Und das war das Ende. Und dann stehen alle, dann steht die komplette Stadt, die Rentner und so weiter da und freuen sich. Und dann fangen sie an und ganz dieses. Zacko kennt die Folge. Zacko sagt, die Folge war geil. Ja. Jetzt haben wir voll viel Story verpasst. Oh Gott, sie leuchtet rot. Also, ich dachte, sie ist heiß auf uns, aber jetzt ist sie heiß auf Kiria. Ja, ich glaube, sie hat Fieber. Einfach nur. Oh Mann. Na gut, wenn sie jetzt haben kann, umso besser. dann kannst du den nächsten haben. Bahnfrei für wie auch immer er hieß. Übrigens, great news today. Herr der Ringe Online hat nach drei Jahren ein Patch bekommen und hat endlich mal einen neuen Raid dazu bekommen. Da soll noch einer bei WoW meckern, dass die Patches nicht schnell genug kommen. Herr der Ringe Online, gibt's das überhaupt noch? Anscheinend, heute kam ein neuer Raid dazu. Food Shoppy, Shoppy. A few drinks to choose from. Try each customer. Gibt's da Ramune, ne? Bitte kauf die Beauty Bomb. Da steht aber nicht dabei, was die Beauty Bomb macht. Egal, es heißt Beauty Bomb, wir kaufen es. Und was passiert jetzt? Increased Blood Circulation kann man auch bei anderen Dingen. Naja, lassen wir das lieber. Aha, wir sind geheilt. It's a Viagra the Drink. Ich finde das mega geil. Ist auch fast so ein bisschen wie eine Kugelbahn. Da ist ein Hamsterlabyrinth. Ja. Du musst den Hamster halt nur an die Wand kleben. Nee, der kriegt so Sauknöpfe an die Pfoten und läuft. Ja. So. Ja, schön, wir haben keine Trophies. Doch, wir haben doch, oder? Haben wir nicht irgendwelche Trophies bekommen?
Da, Reincarnation. Tschüss. Können wir dich irgendwo hinstellen? Ach, schade. Na gut, dann nicht. Doch, da können wir sie hinstellen. Guck mal. Benny, du hast das einfach nicht drauf mit den Trophäen. Ja, hier, ich kann ja nur welche auswählen. Ach so, okay. Siehst du? Dann haben wir sie noch nicht erspielt. Na gut. So schaut was geht da sonst aus. So? Check. Das ist ein Fernseher. Woohoo. For the Utah Lloyd. Ist das ein Anspiel? Beastie Game. Ah ja. Ich glaube nicht, dass du draußen erkennen kannst, welcher Stadtteil es ist. Nein, ich will ja sehen, was auf dem Fernseher jetzt läuft. Ach so. Oh, der Zaun. Den haben wir aber vorhin auch in einem Charakterüberblick den gesehen. Ja. Cerneros, hallo. Grüß hallo. Gott, guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Live dabei. Ich bin noch immer dafür, ich brauche sowas wie beim auf der Wiesen. Ein Bier und ein Händel? Nein! Wenn du, keine Ahnung, derjenige, der Insider bedient oder so. Ach so. Jetzt geht's los. Einsteigen, anschnallen, abfahren, abfahren. Letzte Runde für heute. Ich find's großartig. Ah, Kurumu, hallo. Der Wahnsinn, Kurumu. Das ist ja voll High Society heute Abend hier. Guten Abend. Oh mein Gott. Eine Mischung aus Zelda und Dark Souls. Was soll ich gerade sagen? Also irgendwie habe ich mir das gerade... Sind wir aus dem Büro raus? Ja. Oder? Nein, wir sind durch die blaue Tür. Ja, er hat ja gesagt, wir sollen durch die blaue Tür gehen. Irgendwas ist hinter der blauen Tür. Also dann können wir bitte so eine blaue Tür bei uns ins Büro einbauen? Da würde ich gerne Mittagspause machen. Guck mal, da können wir den Grill links hinstellen. Oh ja. Eine Biergarnitur. Die Rene hat ja schon Ahnung vom Pool bauen. Da ist bestimmt auch dafür genügend Platz. Ja, genau, ist klar. Vorher war sie in Dystopian Destroyed Daiba. Da war da alles sie, ja, da hat sie es nicht interessiert. Und jetzt sind wir in einer wunderschönen, naturzerfallenen Kirche, friedfertig, und sie kriegt voll den Mindfuck. Ja, ich finde ja auch großartig, dass sie da steht und in die Ferne blickt. Also. Oh. Cerneros hat eine Frage, die völlig off-topic ist. Er möchte mich wissen, warum es zwei verschiedene Danganronpa-Serien gibt. Ja, es gibt Danganronpa 3, The End of Kibu, bla bla bla, und Danganronpa 3, The End of Mirai Hen. Und die zwei erzählen zwei Geschichten parallel und die laufen dann irgendwann zusammen. Tada! Das war schon. Das war schon, ja. So einfach. Nachdem wir den ja leider nicht lizenziert bekommen haben, ist damit das Thema für uns beendet. Wie ist der Bär? Monokuma. Monokuma, genau. Tiki, neue Sprecherin. Big Brother. Oh Gott, ich sehe schon, auf was das hinausläuft, wenn sie mit Big Brother anfängt. Nein, sie macht einen vernünftigen Eindruck. Ich glaube nicht, dass sie sich nackt an ihm reiben wird. Gesprochen von Sumire Muro. Oh, die sieht genauso aus fast wie das Kind. Ja, die sieht tatsächlich so aus. Ja, Basti, der Erklärbär. So, spricht Tiki ja nur spricht in Blue Exorcist Yui, in Fullmetal Alchemist Brotherhood Nina, oh, in Princess Jellyfish spricht sie Clara, in Stitch spricht sie Lilo, oh. Also im Japanischen, ja, ja. In Boy and the Beast demnächst auf DVD im Blu-ray bei Universum erhältlich Chico, in Final Fantasy Advent Children spricht sie Marlene. Mhm. Oh, in Toy Story 3 spricht sie Bonnie. Oh. Und in Wreck-It Ralph spricht sie Vanellope. Oh, die wird im Original doch von Ding gesprochen. Sarah Silverman. Genau, von Sarah Silverman. Was habe ich vermisst schon wieder? Oh. Jetzt müsst ihr mir mal erklären, Leute, warum geht ihr alle so auf Tiki ab? Einfach nur, weil sie die 12-Jährige ist. Seid ihr echt so... Krass, vorhersehbar. Was? Ich meine, Megaboobs ist doch eigentlich, ich meine, die ist volljährig, die hat große Big Brüste, Brother, die hat mit Sicherheit Erfahrung. Warum nicht Megaboobs? Warum Tiki? Du kannst mich nennen, was du möchtest. Ersatzreifen. それくらいしかできないから本当は私自身が助けに行ければいいんだけど私はここで
Oh. Link spoilert, Tiki ist schon ein paar tausend Jahre alt, insofern ist das okay. Verstehe. Das macht's nicht besser. Ob wir heute nochmal kämpfen dürfen? Keine Ahnung, mein Ziel ist heute ein anderes. Wir können ja so lange spielen, bis du ihn erspielt hast. Also wobei ich jetzt halt tatsächlich, ich würde echt gerne noch ein bisschen spielen, weil also das Game-Setup ist, dass man ja durch Tokio geht, in verschiedene Stadtteile von Tokio gehen kann. Mhm. Und dort gibt es dann eben diese, ich habe schon mal vergessen, Vola-Sphären oder wie auch immer, mhm, wo man dann eben in diese andere Welt kommt. Das finde ich grundsätzlich als großer Tokio-Fan natürlich sehr interessant. Lacey mag Tiki, weil sie in Awakening schon vorkam. Ah, ich sehe schon, es ist wieder etwas, wenn man andere Sachen gespielt hat, dann ist man Tiki-Fan. Es gibt in Disneyland übrigens den Enchanted Tiki Room, der ist super lustig. Da gibt es ein super geiles Lied. Welcome to the Tiki 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 Room. Tiki Room. Das sind singen Vögel. Das sind ganz viele Vogel-Animatronics und die singen dann Welcome to the Tiki Room. Haben wir irgendwelche neuen Charaktere? Nee, oder? Nur Tiki. Unity? Oni-chan, Performer hat er, ne? Also, ne? Performer ist ein Menschen-Kokoro-Ni adoro-Hyogen-Lyok-No-Kesho-Nano. Ihre Stimme ist schon süß. So ein Performer, Ningen ja Mirage ni gattai-sasete, atarashii sai-no o hirakasete-ager-Gishiki. Sore ga Unity da yo. Ich stelle mir vor, wie die Anja das cosplayt. Und die ganze Zeit die Arme bewegt, schmeißt sie so Sternchen. Das waren ja Blumen. Blumen. Und hat sich hier wie Spider-Man hier ja, so ja. Schnürt. So kann man liegen und da kann sie Blumen rausschießen. Ja, okay, let's perform Unity right now. Okay. Ich will es nicht sehen. Ich glaube, die Kleine ist auf Drogen. Carnage Unity ist ein bisschen Widerspruch. Guck mal. Wir sind Crafting hier. Guck mal, jetzt geht's ab. Oder? Fusing Mirages. New skills can be learned from them. Ah, oder du kannst jetzt die Waffen aufleveln und dann neue... jetzt wird's interessant. Basti ist wieder da. Unity, you can read. Oh. Oh mein Gott. You want to learn more about to see the skills that can be learned from my current of the 6-2. Also das Hangout muss morgen ausfallen, weil ich spiele jetzt einfach 7 Tage durch. Oder 12 oder 14, wie lange ich auch brauche. Also wir können... Fälschen haben wir ja schon. Ich überlege gerade, aber kann man da oben auch noch irgendwas machen vielleicht? Guck mal, es gibt hier mehr. Aber da steht ja Master dabei. Aber vielleicht kann kein anderer sich den Fälscher noch bauen. Vielleicht steht deswegen dabei, was der gekostet hat. Ja, aber gut, wir können ja jetzt nur... Aber du kannst eh nur das Iron Sword machen, oder? Da geht schon mal die Attack hoch auf 26, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, wie sieht das jetzt aus? Yes, it's right. Ja, lass uns Unity aufführen. Tanzt sie jetzt? Oh Gott, der Mixer! Schnell, wir müssen ihn kaputt hauen, das ist ein Gegner. Musikation, Alter. Das Spiel ist so gut, Leute, ich sag's euch. Krumme,
Und ich würde euch tatsächlich sagen, ich meine, die Wii U muss ja dann irgendwann demnächst verramscht werden, wenn die NX irgendwann rauskommt. Also wenn ihr sie mal für 50 Euro irgendwo mitnehmen könnt, tut es. Denn also allein Xenoblade Chronicles, Bayonetta 2 und das Spiel hier plus Super Mario Maker, habe ich heute festgestellt, dass eigentlich auch sensationell gut. Mhm. Das sind Spiele, die sind es einfach wert. Also natürlich nicht, wenn man die Konsole für 400 Euro kaufen muss, aber das sind einfach richtig gute Spiele, weil sie einfach auch anders sind als andere Spiele. Hat was, ja. Also. Aha, also das kann ich alles noch so nicht bauen. Ach, das sind die Crafting-Materialien, die ich dafür brauche. Ich verstehe. Wahrscheinlich konntest du nur bei ihm was bauen, weil bei den anderen waren keine Symbole da. Egal. Ich würde jetzt gerne nach Ikebukuro. Können wir in Ikebukuro gehen? Kiki, geh schlafen, es ist spät. Eben. Die Community wird uns jetzt hassen. Servus. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Wir suchen jemanden. Bis weiter drücken. Oh, Mega Boobs ist back. Vielleicht ein neues Mitglied? Vielleicht ist es das neue Mitglied. Die geneigten Dauerzuschauer unter euch werden wissen, was uns demnächst erwartet. Wenn ich so euphorisch auf das nächste Mitglied schielt. Oh, eine neue Quest? Nein, doch nicht. Können wir jetzt bitte endlich wieder ins düstere Tokio gehen? Das war mir gerade zu bunt. Oh, guck. Hat sie weniger als vorher? Das sieht gerade so aus, als würde sie auch noch so den Finger an der Lippe haben. Hat sie doch auch, oder? Jetzt nicht mehr. Yahoo! Sie spricht tatsächlich in Klavier. Sie spricht A tiefer und eben wie viel, viel härter und rauchiger. Ich würde das so geil finden, wenn da jetzt so ein Karaoke-Spiel gehört wäre. Bitte nehmen Sie das Gamepad in die Hand und singen Sie jetzt in das Gamepad. Oh, wir haben wieder einen Zuschauer bei Facebook. Ich frage mich, welcher arme Mensch. Das bist doch du. Nee, weil tatsächlich ich mir selber nicht angezeigt werde. Kann ich das nicht sehen, wenn bei Facebook zuschauen? Schade. Schon wieder Blumen. Überall Blumen. Lacey würde das sehr unterhaltsam finden, wenn wir singen müssen. Hatten wir nicht auch mal gesagt, wir wollen, wenn wir unsere Community mal ganz foltern, dann machen wir mal einen SingStar-Stream. Ja, viel Spaß dabei. Das machen wir, wenn der Benny das nächste Mal im Urlaub ist. Ja. Mirage Master としての強さ はエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力。Kommt 100 Pro jetzt irgendwie so ein Tanzmini-Spiel そもそも芸能はね、そのリズム Spiel。神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。Nein, wir machen nur Rammstein-Singstar. Ich singe nur Rammstein-Lieder. 神の力を。
Kann ich total gut. Treffe ich jeden Ton. Kann auch Korn gut, das muss ich auch dazu sagen. Ich krieg beim Singen lustigerweise eine ähnliche Tonlage hin wie der Sänger. Sehr gut sind nochmal David Guetta-Songs, da ist der Text da echt schwer. Jetzt wird das Spiel echt komplex, also wenn wir jetzt auch noch unsere musikalischen, schauspielerischen und künstlerischen Skills leveln müssen, um Monster zu besiegen. Ja, vielleicht kommt jetzt der Part, den viele Leute, also zumindest manche Leute mir gesagt haben, den sie an Persona 4 zum Beispiel sehr störend finden, dass du so viel, also dass du relativ wenig im Vergleich nicht so viel Kampf, Action, klassisch RPG hast, sondern viel Social Interaction. Arbeiten gehen, Spaß haben, mit Freunden was unternehmen, die Beziehungen zwischen den Freunden aufbauen. Also alles, was man so im echten Leben halt nicht tut. Ach, scheiß auf Freunde in der Realität. Ich hab doch hier welche. Bam, der war gut. Let's go to Shibuya! Mal gucken, ob es den Mandarake gibt. Müssen wir noch wieder hinkommen? War der in Shibuya? Ja, in der Shibuya war doch in Ikebukuro. Wir waren noch in Ikebukuro. Ein Mandarake gibt es in jeder Stadt. Ein Mandarake in jedem Viertel. Mandarake in Shibuya ist da, wo 6 Stockwerke in den Keller geht. Da waren wir doch auch. Wo du so ewig die Treppe runtergehst. Das war doch in Ikebukuro, wo wir in Ikebukuro bist du nur eine Treppe runtergegangen, glaube ich. Und da gab es ja auch 3 oder 4 Mandarake. In Shibuya war das mit... So, sind wir jetzt hier eigentlich fertig? Ich würde sagen, wir gehen mal ins Training. Aber ich muss links, glaube ich, raus ins Training. Ja. Ja, weil rechts geht es ja wieder in den Blumenladen. Wuhu! Tokyo Access Map. Kann ich da auch jetzt eine U-Bahn fahren? Das wäre geil, wenn da ein Zugsimulator drin wäre. Mega. Ja, also wir da rechts unten waren wir zuerst, ganz kurz für euch zur Erklärung. Wenn ich jetzt einen so einen Stock hätte und man sehen könnte, was ich hier tue, dann würde ich euch jetzt eine Stadtführung geben. So da oben rechts, ja. Aber ich muss sagen, also wir die Bahnlinien stimmen schon mal so. Ja. Na, auch wenn die natürlich, also da sind ja nicht alle Bahnen eingeteilt, aber man sieht hier sehr schön die Kreislinie. Auch. Ja. Dann gibt es da die U-Bahn, die rüber nach Daima geht. Ja, es gibt auch da die Bahn, die Akiba, ja, schön. Aber ich sage, dann gehen wir mal nach Shibuya. Ominöse Kreuzung. Go! Saku sagt, mit Freunden was unternehmen, arbeiten, Schule, sorry, geht nicht. Ich muss in Persona pünktlich bei meinem Sportclub sein, damit ich mein Social Skilling für Strength erhöhe. Exakt. Dahin geht's zum Mandarake, also da so rechts hinten, neben dem Starbucks. Und zum King Records. Hachiko, guck mal. Nee, Tokyo. Tower Records war es. Tower Records ist woanders. Nee, der war doch dafür. Also falls ihr irgendwann mit uns nach Tokio wollt, wir kennen uns aus. Wir tun zumindest so. Da war der Tower Records, wo der Tower Records ist. Nee, von der Kreuzung aus nach rechts die Straße runter. Gut, ja. Das Problem ist, auf die Kreuzung laufen halt gefühlte 5 Straßen. Also der Tower Records ist jetzt rechts, oder? Der war auch rechts vom Starbucks, der jetzt hier gar nicht eingetragen ist. Kriegst du Nachrichten? Ja. Tsubasa schreibt mir. Und sie schreibt... Tsubasa? Kreativerweise... Was, sie schreibt A? Ja. Ach so. Sie schreibt tatsächlich A. What's wrong? Ich denke gerade an die Ritter der Kokos. Ja. Our first lesson is about to start. Was? Ach so, ja, wir lernen doch jetzt tanzen, singen, tralala. I see Tsubasa, nice and nervous. The studio I'm having you to visit today is called the Uzumo Lesson Studio. It should be right across the street from the train station. It has a really flashy sign, you can't miss it. Also in Shibuya, ein really flashy sign ist kompliziert. Ah, das ist wie geil. Wir sind in München und zwar, du weißt schon, da bei dem Biergarten, da musst du rechts rein. Das ist so ungefähr das Gleiche. Ja. Wähle ein blinkendes Licht in Shibuya. Oh, guck mal, der Convenience Store heißt Hihu Mart. Das finde ich super. Hihu. Hihu. Accessors the Act of Armor of Itsuki can be bought at Jewelry Caribana.
So. Wo hat der Benny denn sein erstes Foto? Noch? Es geht noch weiter. Du bist very popular. Mhm. Ja. Hast du weggedrückt? Nein, ich habe einen Call. Jetzt sehe ich es erst. Wo kann ich den Call denn annehmen? Vielleicht hier. Da drüben bei den Charakteren. So. Hi, did I surprise... Tiki schreibt mir gerade übrigens. Tuma gave me your contact info. I'll use topic to help you all out in a lot of ways. Good luck, everyone. Aha, sie hat mir einen You Can Do It Button geschenkt. Victory! So, kann ich nicht die Kamera richtig drehen? Wo haben wir denn... Guck mal, sogar der Waggon steht da, wie in ja, der Realität. Und wo ist... Geh mal rüber zu Hachiko. Ah, da ist Hachiko. Da gibt's ein tolles Foto. Oh, ganz wichtig, ja, für euch. Turi Hotspot in Shibuya. Mhm. 20 Minuten anstehen, um ja. ein Foto mit Hachiko zu machen. War super. Ja, and it's the place to meet up with someone. Das Problem ist, dass für jeden das der Platz ist, um jemand anderen zu treffen. Das heißt, da stehen gefühlte 300 Leute immer rum. Das hier war tatsächlich nicht da. Die Raucherecke ist war nicht da. Nee, nee. Ich glaube nicht. Die Raucherecke ist nämlich eigentlich hinten, auf also der Rückseite. Wenn du durch den Tunnel durchgehst. Das war da, wo die dann so lustig das Auto, die Straße einmal abgesperrt haben, wenn der Lastwagen gekommen ist. Also der Tower Records ist hier die Straße da rechts. Die nach rechts, hinten. Nehmen wir mal Shibooks, der eigentlich gar kein Shibooks ist, sondern ein Starbucks. Genau. Ah, Shibooks, Starbucks. Warte mal, was hat sie jetzt gesagt, wir sollen zum Flashy Sign gehen? Ich tendiere einfach mal, dass es da lang geht. Hast du auf der Karte geschaut, wo es hingeht? Ja, ich habe jetzt nicht angeklickt. Was ist aber das ist ein bisschen schade, dass man sich da nicht völlig frei. Aber Uzume war es doch, oder? Ja, ja. Lesson Studio. Also komm, wo ist denn das jetzt hier flashy? Also da finde ich da das 106 hinten deutlich flashiger. Egal. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Wir sind ja froh, dass wir es gefunden haben. Eben. In Tokio kann man sich auch leicht verlaufen. Ah, ja, Rider Ender aus. Barry Goodman heißt der Gute. Er wird gesprochen von Yuichi Nakamura. Auch bekannt aus Black Lagoon, unendlich viele Nebenrollen. In Clannad hat er Tomoya Okazaki gesprochen. In Dance in the Vampire Bund, Akira Kabugari Regendorf. In Durarara hat der Kyohei Kadota gesprochen. Kadota? Ja. Hat der echt Kadota gesprochen? Ja. In Fullmetal Alchemist Brotherhood hat er Greed gesprochen. In Greed ist ein Saufer. In Beauty Crown hat er Guy gesprochen. Guck mal, rechts den hatten wir gerade erst. Den sehen. Ja. Achso, ja, aber den lese ich nicht vor. Nee, also natürlich aus gewissen nicht. Gründen. Spoil, spoil. Tomatora hat er Ratio gesprochen. In High School DxD Born hat er Saira Rock. Und hier noch so. In Lock Horizon hat er William Massachusetts gesprochen. In Magi hat er Koin Rin gesprochen. Der hat schon viel gemacht hier. In My Little Pony, ganz wichtig, hat er Gabel gesprochen. In One Punch Man ist er Moomin Rider. In Seraph ist er Gurin Ichino. In Testament, Basara! Oh nein! Voll die Testament-Party hier, Wahnsinn! Ja, die waren halt billig. Ein Star nach dem anderen. In Tokyo Ghoul hat der Renji gesprochen. Oh, guck mal, der hat Transformers gesprochen. In Transformers hat der Sunstriker, Sideswipe und Steeljaw gesprochen. In Watamote hat der Tomoki gesprochen. Was hat er noch? In Berserk hat er gesprochen. Ja, wunderschön. Guck mal an. In Genocide Organ hat er gesprochen. Jetzt ist Benny langsam ein bisschen beleidigt, ja? Also jetzt haben wir ja dann die drei da fehlen noch. Sowas Blödes. Vielleicht kommt der jetzt gleich ja hier dazu. Was müssen wir denn machen? Weißt du schon, was wir machen? Nee. Ja, Kurumu, ich feier jeden... Oh nein, unser Facebook-Video hat... Ah, ich glaube, wir können bei Facebook nur 2 Stunden machen. Deswegen wahrscheinlich.
Unser Facebook-Live-Video hat geendet. Können wir echt immer nur 2 Stunden machen? Ja, ich glaube, bei Facebook können wir tatsächlich nur 2 Stunden machen. Das heißt, müssen wir jetzt den kompletten Stream starten? Oder? Das ist nicht, passt jetzt. Es war ja nur ein Trial. Wir verabschieden uns von unseren Facebook-Zuschauern, die uns eh nicht mehr zugucken können. Interessant, das Live-Video has ended. Aber ich hoffe, bei Twitch läuft noch alles, ja? Bei Twitch noch alle da. Seid ihr noch fit? Seid ihr noch bereit? Barry macht sich gerade ein bisschen locker hier, ja? Aber wissen wir, was wir machen müssen? Oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Vielleicht habe ich es aber auch verpasst, gerade eben. An dieser Stelle die kurze Frage an unsere treue Community bei Twitch. Ist euch heute irgendwas aufgefallen? Fandet ihr, dass der Stream irgendwie geleckt hat oder dass wir irgendwie scheiße geklungen haben oder so? Schreibt uns kurz in den Chat, ob alles noch easy going bei euch ist. Ja, ich sehe schon, Ledariax geht voll ab. Jetzt bei My Little Pony. Genau, denn, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben gerade probiert, Facebook und Twitch mal gleichzeitig laufen zu lassen, aus Gründen, die wir euch noch nicht weiter verraten. was könnte es nur sein? Also Zwischenmusik, die hat mir jetzt nicht so gut. Nein, da finde ich, find ich die Kochmusik bei Monster Hunter deutlich cooler. Ich habe euch auch lieb. Link Start sagt, die Deutschlandfahne stört den Stream ein bisschen. Das ist ihm negativ aufgefallen. Außerdem sagt Kurumu, dass ich immer doof klinge. Ich glaube, er möchte damit implementieren, dass ich aus dem Stream mich entfernen sollte. Danke, Kurumu, wir reden mal drüber. Dreas02 schreibt auch was. Hallo, Dreas. Hallo. Zaku sagt, die Soundeinstellung war heute optimal. Also, ohne dass wir sie davor gemacht haben. Psst, das war pure Absicht, das hat genauso gehört. Gerne diese Einstellung in Zukunft übernehmen. Das stellt halt einfach unseren Skill da. Ja, Dirk, achso, Dirk hört mich eh nicht mehr. Jetzt wollte ich mich vom Dirk verabschieden, aber den muss ich ja schreiben. Tschüss, dir. Adieu. So. Wir sehen uns am Donnerstag. Ja. Ich hoffe, mein Drache ist dann da. Er hört dich doch eh nicht mehr. Mir egal. Ich verstehe schon. Ich möchte zusätzlichen öffentlichen Druck auf ihn ausüben. Ich will meinen Drachen haben. So, wie sieht das jetzt hier aus? Aha, wenn ich mir das anschaue. Ja, es sind genau 2 Stunden 5 Sekunden, die er bei Facebook aufgezeichnet hat. Interessant. Was heißt verdammter Mist? Was doch? Ja, aber da müssen wir das ja ganz komisch planen. Wieso müssen wir das komisch planen? Also, das sollte eh nicht 2 Stunden gehen. Ja, aber wer weiß, was wir da in der Zukunft mitmachen. Ey gut, vielleicht geht das in Zukunft auch, weil ganz am Anfang konntest du, glaube ich, sogar Facebook-Livestreams nur 10 oder 15 Minuten machen. Die 2 Stunden sind eh schon ein Upgrade, was wir vor ein paar Wochen gemacht haben. One more try. Ja, sehr schön. Damit Projekt Facebook, würde ich sagen, abgeschlossen. Benny, was geht bei dir so? Tanzt du jetzt endlich mal irgendwas? Ich oder? Weiß es nicht. Stop! Stop! Können wir mal zurück zu Twitchy. Like watching Anime, siehst du? Er hat ja auch ein echt geiles T-Shirt, oder? Ich meine, das ist Ultra-Merchandising. Das hätte ich gerne. Oh. Kurumo will wissen, ob ich noch Interesse an Force of Will Promos habe. Ich habe leider keine Zeit zum Spielen, aber die Karten sind immer noch schön. Ich wünschte, ich hätte Zeit. Zaku spoilert uns schon mal. Yoshiro. Ach, Yashiro. Ah, das ist der aussieht, als könnte auch ein Black Butler mitspielen. Mhm. Der hat in ordentlich Pepper mit Animes gesprochen. Ja, gucken wir mal, ob der Benny den noch freispielt. Das ist ja eigentlich schon 10. Ja, die Frage, wollen wir aufhören? Wollen wir weiterspielen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja, du spielst. Musst du wissen, ob du noch weiter willst oder nicht? Warte mal, Die Frage ist halt, wie lange wir brauchen, bis jetzt nochmal was Aufregendes passiert. Oder ob wir jetzt wieder in so einem Stunden Social Loop gefangen sind. Sinnlos Loop. Generell aber nutzen wir die Zeit. Benny, wie gefällt es dir denn bis hierhin? Ja, es ist wie ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, was sehr positiv ist, weil ich habe tatsächlich eine Persona, also eine Art Persona einfach erwartet.
grundsätzlich, weil ich habe gesehen, okay, es ist von, Atlus und Atlus steht ja eh dafür. Ich habe den Trailer gesehen und gedacht, gut, schaut crazy aus, aber irgendwie cool. Dieses, auch dieses Showbiz-Theme und so weiter, TV, Fernsehen und so, das kam ja auch, ist ja auch schon so ein bisschen in Persona 4 angeklungen. Und ich glaube, im Trailer vom 5er hat man das ja auch irgendwo so ein bisschen schon anspielen sehen. Und ja, bis jetzt finde ich es mega gut. Ich würde mir zwar deshalb leider noch immer keine Wii U kaufen. Aber ich habe immer noch nicht. Ja, ich habe die Hoffnung, dass vielleicht, weil Atlus ist ja jetzt kein Exklusiventwickler, dass vielleicht irgendwann die es dann noch für die Vita oder so rausbringen. Du meinst, die Vita ist der Wii U gleichwertig von der Systemleistung? Wahrscheinlich. Ich sehe schon, es geht sehr viel um Anime hier. Verpasst den ganzen Witz. Ich würde es ja nochmal daheim in Ruhe spielen und mich auch nicht alles lesen. Ja, komm, geh nach Hause. So, jetzt bin ich wieder da. Was habe ich verpasst? Sind wir jetzt fertig mit unserem Dreh? Haben wir irgendwas gelernt überhaupt? Nee, wir sind nur Scheiße, haben wir gelernt. Also wir sind Scheiße? Ja, aber wir haben halt bis jetzt nicht selber irgendwas gemacht. die schon wieder. Hallo, Kirita. Was ein Insider. Ledariax liebt ihre Wii U. Das freut mich. Ledariax, ich mag dich. Du bist mir sympathisch. Jetzt sind wir schon zu fünft in Deutschland, die wir in der Wii U besitzen. Monster Hunter war auch noch voll gut, aber das gibt's auch auf dem DS, oder? Das hab ich damals auch gespielt. Verdammt, das ist kein Exklusivtitel, fällt mir ein. Das war ja der Grund, warum ich mir die Wii U damals gekauft habe. Um mit dem Benny Monster Hunter zu spielen, was wir genau einmal gemacht haben. Stimmt nicht, wir haben zweimal oder dreimal gespielt. Nein, nur einmal. Aber tatsächlich nur nur einmal Monster Hunter zusammen. Ich habe auch eine dumpfe Vermutung, wer daran schuld war. Ich weiß auch, wer daran schuld war. Also eigentlich sind sogar zwei Personen, aber. Sodom und Gomorra. I was just trying to. Ich könnte meine Wii U vermieten. Aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich die Zacko gebe, dass ich die mit irgendwelchen Flecken zurückkriege. Das mache ich lieber nicht. Jetzt kommt die tiefe philosophische Einsicht, die nicht die Sekunden in Moll. Übrigens, morgen, ja, teasern wir gleich mal an, 18 Uhr, Hangout hier, ja. Hier, selber Tisch, anderes Team, naja, eigentlich größeres Team, nur nicht anderes Team. Wir haben für euch die Premiere des offiziellen. Es wird morgen eine reine Männerrunde, oder? Ja, Sausage Fest hat der Philipp ja schon gesagt. Oh Gott. Alle Mädels sind krank oder im Urlaub. Deswegen müssen wir noch mehr Mädels einstellen. Nein, wir haben morgen im Hangout für euch nicht nur Simulcast-Titel für die Sommersaison im Angebot. Nein, wir haben auch durchaus eine Trailer-Premiere von Shigatsu wa Kimi no Uso, Sekunde in Moll. Wir haben Merchandising, das gekommen ist. Hier, das wir euch präsentieren werden. Wir haben. Naja, auch wenn wir nicht zeigen, also wir haben im Prinzip ein SAO. Nein. News, Ankündigung, klein. Lass mal gucken. Also SAO gibt es morgen auf jeden Fall. Und was haben wir noch? Live. Wir haben News zu Testament. Wir haben News zu. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was wir morgen machen. Was machen wir morgen? Ich weiß es nicht. Einfach schmarrn, wie immer. Auf jeden Fall, falls ihr nichts zu tun habt, weil ihr nämlich in Persona oder den Sims schon alle eure Tagesaufgaben erledigt habt. Erledigt habt. Dann schaut vorbei, 18 Uhr. Peppermint Anime Hangout hier auf Twitch. Und. Es ist tatsächlich 18 Uhr? Ja. 18 Uhr. Natürlich. 18 Uhr ist the time for the Hangout. Und eventuell auf einer neuen möglicherweise Plattform. Mal gucken, ob wir das machen oder nicht. So, sind wir fertig mit unserer Lesson. Ja, wir machen. Benny kriegt schon wieder eine Nachricht. Mein Gott, bist du wichtig, ey. Sorry, I left without you today. Das ist überhaupt kein Problem. Das weinende Smiley kannst du dir sonst du hinstecken. I was feeling in the down. But I still planned. Glad to hear it. I've got a surprise for you.
A surprise. Actually got ticket von sich geschickt. Nein. Das ist Megaboobs, oder? Sehe ich das richtig? Megaboobs. Nein, das ist die geschickt. Tsubasa. Ach so. Oh, super so serious. Do you want to go watch it with me? It's this joint concert thing called the Sif Life or something. Wetten, bei dem Konzert passiert dann irgendwas. Ich hab gerade gedacht, du sagst jetzt Syphilis Konzert. Sif Life, the one at the 106. Was ist das 106? Das 106. Im Hintergrund rechts. Yeah, that's the one. Oh my god, I can't believe this. Oh nein, jetzt schickt sie mir ein Hündchen mit Herzen. Nein. Gut, dass ich keine Freunde habe, die mir permanent so ein Blödsinn schicken. Es ist schade, dass du Line bei dir nicht auf dem Handy installiert hast, sonst würde ich dich zum Glück bomben mit irgendwelchen Stickern. ich sollte nicht nach Hause gegangen sein. Mhm. Wenigstens kannst du zum Konzert gehen. Mhm. Ich bin froh, dass du wieder ganz normal bist. Ich werde dir ein Ticket geben am Tag des Konzerts. Ich glaube, das ist unser nächster Dungeon wahrscheinlich. Das denk ich, sag ich doch. Wir gehen auf das Konzert und passiert irgendwas. Oh, es gibt neue Kostüme. I have been added as a costumer. You can now change your cast member's costumes. A cast member costume can be changed by going to wardrobe in the... Mm-hmm. Enables you to view your cast members fighting in different outfits. Fragen über Fragen. Costumes do not have an effect, schade. Zaku wird nicht schlafen können, bevor sie beantwortet. Was denn? Ob es da Bikini-Versionen gibt von den Charakteren. Shop ist in Development. Wir hoffen, dass er nächste Woche fertig ist. Auch dazu werden wir morgen was erzählen. Steins Gate Mikrowelle ist einfach ist ein Desaster. Aber reden wir auch morgen drüber. Keine Sorge, sie ist nicht gecancelt. Sie wird nur einfach nicht fertig, weil, ja, dauert. You see that scrollbar on the far right on the topic screen. You can just skip ahead the most recent messages. Das ist übrigens ein super Spot hier, die Kreuzung, ja, ist ja die weltberühmte Shibuya Crossing, um Halloween zu feiern, weil da rennen super geile, viele kostümierte Japaner rum in ganz witzigen Kostümen. Remember, gesagt. Schon wieder. Diese Hipster-Sticker. So. So, wo musst du hin? Was ist deine Aufgabe? Ich hab keine Ahnung. Kannst du dich vom Auto überfahren lassen? Ich glaube, wir können jetzt wieder woanders hingehen, vielleicht. Oder wir gehen jetzt ins One, oder sollen wir ins 106 gehen? Ich weiß nicht, was das ist. Wir müssen noch eine Mission haben. Leuchtet auf der Karte irgendwas? Ja. Können wir nicht shoppen gehen? Da gab es doch diesen Juweliersladen, wo wir vielleicht Klamotten kaufen. Das ist nicht zielführend. Außerdem könntest du mir jetzt mal die Klasse. Okay, gut, dann lassen wir das Klamottenwechseln aus und suchen lieber Bennys neuen Traumboy. Guck mal, sieht aus, als würde hier ein Konzert abgehen. Die werden doch bestimmt gleich alle wieder gehijackt und verschwinden dann. Bestimmt. Hä? Ach, du bist schon auf die andere Straßenseite gegangen. Ach so, das ist der Übergang, aber ich will doch da... Ja, aber dann musst du da vielleicht weiter nach vorne laufen. Du kannst schon auf deine Karte gucken, wo du hinlaufen kannst. Ich will in die Limo einsteigen, die da steht. Oh, ey. So. Der gute Touma schreibt mir. So. I can't wait, so glad I beg for this ticket. Come on, hurry over to the stage. Aha, Touma ist also auch da. Oh, da ist ja schon mal die Stage. Kann man da hoch? Nee, kann man nicht hoch. Geh mal, versuch mal, um die Stage rumzugehen. Da ist die Jewel, aber du wolltest ja nicht da rein. Okay. Ja doch, wir kaufen da jetzt irgendwas, damit du glücklich bist. Macau, was machst du denn hier? Hallo. Eigentlich sind wir schon seit einer Viertelstunde im Feierabend. Irasshaimase. Jewelry Karabia e yōkoso. Die Rotkäppchen, die Stimme kenne ich aber auch. Die klingt, wie heißt die? Karabia Karasak. Ob die da drin aufgeführt ist? Weiß ich nicht. Nee, das ist alles ein Gegner, schade. Fangen wir mal mit ihm an. Das ist aber nicht gerade wenig. Also richtig viel können wir ja eh nicht kaufen.
Wenn das 7.500 kostet, wären wir nur 12.000. Da können wir nur eins kaufen. Das habe ich eigentlich der Schnepfe jetzt einen Ring gekauft. Ich bin echt ein Idiot. Also, finde ich sehr interessant, dass du genau der Dame eins gekauft hast. Aber guck mal, ich habe Melmac bekommen. Das ist eine Lottery. Es ist so ein bisschen wie Ichiban Kuchi wahrscheinlich. Da stand gerade wirklich, du kannst mit diesen Melmacs in dem Supermarkt an irgendeinem Wettkampf, an irgendeinem Gewinnspiel teilnehmen. Nein, ich will das nicht sollten wir bei uns auch auf der Animagic einführen. Wenn du bei uns am Stand was kaufst, kriegst du irgendwelche Marken, mit denen du an der Schießbude draußen irgendwas gewinnen kannst. Bestimmt, ja. Das wäre super. Ist ja nicht so, dass wir nicht noch genügend anderes zu tun haben die nächsten 4 Wochen. Nee. Sag mal hier mal. Ich gehe hier mal rüber. Ich mach mal den Kartenmanager hier. Da ist das 106. War auch nicht auf der Bühne. Und das ist das da. Aber wenn du jetzt da links irgendwo gibt's Herzchen. Kann man da hoch vielleicht? Nee. Unsichtbare Wände. Also da rein kommst du nicht, oder? Nee. Dann geh mal rechts ums Gebäude rum. Kannst du mit. Da. Ach nee, das ist Lebensenergie. Das brauchen wir nicht. Hier kann ich wieder nur zum Karte gehen. Wahrscheinlich da. Gehen wir darüber. Aber die Kreuzung? Ja. Sugoi wa ne. Sith Life kriegen. Ja, aber ich will ja. Wir kriegen eine Nachricht. Nichts. Megaboops schreibt. Du hast noch nie Kiria singen gehört. Ich bin gespannt, wie du da reagierst. Yeah. Super, das ist eine super wichtige Nachricht gewesen. Also er hat gesagt, irgendwo bei der Stage steht er, oder? Ja. Da, ja. Hi, Osanaide! Also da auf die Stage? Nee, auch nicht, oder? Nee. Vielleicht müssen wir sie ja echt finden. Konnichiwa. Oh, I'm getting so nervous. Was ist mit ihm da? Guck mal, der ist doch auch farbig. Mit Farbigen können wir reden. Hi, Osanaide! Nicht sehr abwechselnd, oder? Ist unnütz. Was gibt denn hier? Main Story. Vielleicht muss ich einfach nur außen rum und den Typen finden. Juhu, Mart! Da drüben ist ja mein Regal. Wo? Was? Das hier. Süßigkeitenregal? Nein, das Süßigkeitenregal nicht, weil da rege ich mich nur wieder auf, dass es keine Schokoriegel gibt. Das Land der nicht existierenden Schokoriegel. Es ist so furchtbar. Eine Nachricht. Tsubasa. Und, was gewinnen wir? Uhu, Curry! Nochmal. Aber es war der First Prize. Geh mal auf View Prizes. Wahrscheinlich gibt's da nur. Energy Drink. Ist ja wieder ein Special Prize haben. Ist ja echt cool. Cleansing Udon ist aber hier so ein ultra low random Preis. Ja, Udon! Siehst du? Tada! Also, eins muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja? Wenn ihr jemals in Japan seid, seht ihr rechts neben der Kasse diesen Essensstand. Ja? Das ist tatsächlich so. Es gibt tatsächlich immer an der Kasse dieses Essensfach. Aber glaubt nicht ernsthaft, dass da auch nur irgendwas ansatzweise so gut aussieht, wie das, was ihr da seht. Also ich glaube, egal in welchem 7-Eleven oder was auch immer Markt wird,
waren. Es gab nirgendwo einen, wo das irgendwo auch nur ansatzweise appetitlich ausgeschaut hat, was da neben der Kasse. Das hat einfach zu hohe Ansprüche. Wahrscheinlich. Wir haben schon wieder Nachrichten. Haben wir Nachricht? Bing, bing. Tsubasa schreibt, sie kann das Konzert nicht erwarten, sie hat aber kein Ticket bekommen. Ja, aber wir haben doch ein Ticket für sie, wir haben sie doch schon eingeladen. Ich bin so aufgeregt, ich konnte nicht schlafen. Oh. Achso, aber sie war so, also sie hat gesagt, sie konnte keins bekommen, sie ist aber so aufgeregt, also wahrscheinlich weiß sie, dass wir eins für sie haben. Moment, das kann doch nicht sein. Was hat denn der Tuma hier? Wenn du nicht andauernd wechselst, könnte ich auch mal lesen, also, was Tuma geschrieben hat. Hurry over, come on, hurry over to the stage, sagt er. Guck mal, wen ich gefunden habe. Ja, vielleicht hilft sie uns. Then let's go. Okay. Hey. Oh. Vielleicht gehört dein Loverboy ja zur Band. Ich bin mit der Band. Ja. Diese Ironie, it's a live concert. Ja. Mitten in Shibuya. Hallo, das sind immer Live-Konzerte. Es gibt nur Live-Konzerte. Die japanischen Künstler würden niemals rein. Es könnte jetzt eigentlich mal wieder so eine Anime-Sequenz sein, oder? I sense danger, siehst du? Da kommt sie doch schon. Ja, guck, habe ich recht gehabt, Anime-Sequenz. Das möchte ich mal sehen, dass die da auf die Straße... So ein Ding Hallo. Drauf. Hallo! Die kennen wir doch schon. Aber auch in dem Outfit. Ja, nur im Fernsehen, wisst ihr. Aber ich will die Warcraft 3 Asteroiden haben, die die ganze Zeit abstürzen. Das ist ein interessantes Cosplay, das würde ich gerne mal an einem realen Objekt sehen. Es wäre ganz interessant herauszufinden, wie erfolgreich das schon ist, ob das schon die... Die Lieder quasi, die im Spiel vorkommen, wie die in Japan in den Charts stehen. Macau sagt, das ist 7 zu 3D. Nun, das Spiel in Japan ist ja auch schon älter, glaube ich, oder? Das ist aus dem letzten Jahr. Ich weiß es nicht. Aber stimmt schon, Atlus lässt sich da immer sehr, sehr viel Zeit. Bestellt gehabt von dem Ding. Da habe ich die Soundtrack-CD dabei, glaube ich. CD-Soundtrack und Songcards. Verdammt! Ich sollte es nur an Amazon zurückschicken. Oh Gott, sie hat schon wieder Fieber. Wir hätten uns noch von den Glowsticks welche geben sollen. Ach Gott, schon wieder du. Tsubasa? Das war jetzt ein guter Moment für so ein Xenoblade Chronicles Twist. Kommt ein Meteorit, zack, und sie ist tot. Oh. Oh キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を歌えるようになるから。なるさ。Ja. Optimistisch, freundlich.
Ich bin gleich hinter dir, Schubs. Sie glitzert. Sie ist ein Vampir. Jetzt geben mir den Spitznamen Blinky Boobs. Guck mal, sie schauen auf die Brüste. Und dann machen wir aus Blinky Bill machen wir Blinky Boobs als Song. Hey, hey, Blinky Boobs. Da, 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 da. Oh, sie ist erwacht. Wings of Soul. それは Es wäre so witzig, wenn die dann auch noch irgendwas sprechen würde. Die Mako. Mhm. Darkness! No parents! Das ist auch ein guter Karaoke-Song. Nee, er singt aber als erstes Darkness und dann The Absence of Light. Ah, genau. No parents. Den Film muss ich mir auch mal wieder anschauen. Das ist schon echt lange her, dass ich den gesehen habe. Das war so gut. Darkness. Ich find's super. What? What? Nani? Ore tachi ni shika miete nai no ka? Are? Korada ga. Oh nein, sie verlieren ihr Mojo. Zenbu mendokusai. Das erinnert mich auch ein bisschen ans Ende von Dura. Mhm. Welches? Hm? Ich hoffe nicht das finale Ende, weil sonst hast du mich gerade gespoilert. Also ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, dass das die ganze letzten Arc passiert ist. Ich habe den letzten Arc noch nicht gesehen. Ja, aber du weißt ja nicht, was das mit Durara zu tun hat. Oh Gott. Hat sie Kiefer auf? Wer ist das? Ist das Kiria jetzt? Ja, ja. Das ist die, die uns gerettet hatte am Ende, als wir von den ganzen Viechern umzingelt waren. Yeah, sexy Kiria. Die gefällt mir auch. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich Megaboobs oder Kiria besser finde. Im realen Leben hat sie ja keine Augenklappe. Theoretisch müsste sie ja ein bisschen 2D-Problematik haben. Hier, nimm diesen Speer. Also komm, davor waren wir von 8 Viechern umzingelt und sie hat 8 auf einmal platt gemacht. Und jetzt ist es für sie gefährlich, dass sie... Aber vielleicht sind das Mega-Viecher. Mateo! Wir sehen noch nie ihr Gesicht. Aus dramaturgischen Gründen. Das ist vielleicht die Mutter von ihr. Oder die Schwester ist oder wer? Schwester, ja. Oder so meinte ich. Oh, wir sind so gut. Hier der Besondere so ist. Gut. Wir sollten unsere eigenen. Nein. Und sie opfert sich jetzt auch noch für sie. Hey, die ist heiß, die kann jetzt nicht hinüber sein. Ich verwandle sie jetzt. ここは戦場なのよ。そんな、キリア さんが、キリア さんが。
Zeit zu gehen. Du Lars 4. Können zum Abschluss noch schauen, von wem. Ja, ja, ja. Aber die taucht ja gar nicht auf. Ach doch. Ayaha, Orbe. Sie wird gesprochen von Ai Kayano. Sie hat so das klassische Schulmädchen-Outfit für sich. Mhm. Sie hat gesprochen in Alt-Noir Zero, Darzana Magbarej. In Black Bullet hat sie das Blind Girl gesprochen. Eine große Rolle, aber eine sehr berührende Rolle. In Girls und Panzer, ganz wichtig, ja, eine sehr beliebte Serie, Saori Takebe. Oh, in Guilty Crown hat sie Inori gesprochen. Oh. Tatsächlich! Eine bedeutende Rolle. Oh, in A Lull in the Sea hat sie Chisaki gesprochen, das ist ja einer meiner Favorites. A Lull in the Sea ist so ein kleiner Darling von mir. No Game No Life hat sie Shiro gesprochen. Ja, die kann schon ein bisschen was. In Selector, Infected Rixos hat sie Hikui gesprochen. In Senran Kagura hat sie Yumi gesprochen. Was war noch? Ja, das war's dann so. In Danganronpa 2 hat sie Mikan gesprochen. Ja, so. Das sind genügend Sprecher für heute. Mhm. Ich muss sagen, wir haben jetzt eine Stunde eigentlich nicht gekämpft. Das finde ich ein bisschen. Es ist halt. Ja. Es ist halt JRPG. Ist halt JRPG, beziehungsweise. Du kannst jetzt auch nicht auf JRPG runterbrechen, weil wenn du jetzt zum Beispiel diese Fire Emblem oder was auch immer anguckst. Aber gut, das ist ja eher Taktik-RPG. Die sind mittlerweile auch sehr extrem storylastig geworden und müssen ja auch unfassbar gut sein, aber ich glaube, da ist es tatsächlich nicht so extrem wie hier. Ich weiß auch nicht, wie ist denn zum Beispiel. Ich habe ja Ni no Kuni bis jetzt nicht gespielt. Ey, Ni no Kuni ist viel weniger Story. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ni no Kuni ist viel mehr so Dragon Quest. Ah, verstehe. Also, Ni no Kuni erinnert mich extrem an Dragon Quest 8. Ja, Basti wird jetzt müde. Ich glaube, wir müssen jetzt doch aufhören. Benny wird auch müde, oder? Wir haben ja morgen noch ein aufregendes Hangout vor uns. Mhm. Wir müssen ja morgen früh dann mal wieder auswürfeln, was wir da eigentlich machen. Nein, wir haben ein paar ganz tolle Merchandising-Sachen. Auch wenn ja noch nicht alles da ist, ja, bevor Ledariax in Ohnmacht fällt. Schaut nicht gut aus für das, was du haben willst, muss ich dir leider sagen. Das, nee, glaube ich, wird nicht mehr rechtzeitig kommen. Was? Ich weiß, auf was Ledariax wartet, so, was sie morgen im Hangout sehen möchte. Aber es wird leider, glaube ich, nicht rechtzeitig da sein, weil es kam heute nicht und ich befürchte, es kommt wahrscheinlich erst Donnerstag. Das Pad ist mittlerweile schon ausgegangen. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja, es tut mir leid, Ledariax. Nicht traurig sein. Wir zeigen es dann im nächsten Hangout, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir machen Feierabend, oder? Ja. Da oben. Während Benny hier noch ins Portal läuft, sagen wir danke fürs Zuschauen. Es war uns ein Vergnügen. Danke auch für den Testlauf, dass ihr, auch wenn ja nichts schiefgegangen ist, Facebook und Twitch wird dann erst danach passen. Sensationellerweise gleichzeitig. Und ja, den Start darf jetzt wieder in die Freiheit. Ihr dürft jetzt alle ins Bett. Benny, dein Fazit? Tolles Spiel. Definitiv. Leider auf einer Konsole, die keine hat. Ja, leider auf einer Konsole. Nein, also man muss ja ganz ehrlich dazu sagen, ich glaube, es gibt trotzdem genügend Leute, die Konsole aber haben. Aber wie viele Leute in Deutschland haben eine Wii U? Ich glaube schon sehr viele. Die Frage ist, wie viele Leute haben eine Wii U und kaufen sich das Spiel? Weil das spricht ja jetzt tatsächlich dann doch eher den Oldschool-Hardcore-Gamer an, der auch mit JRPGs was anfangen kann. Und ich glaube, die Konsole ist ja dann tatsächlich doch eher die Familienkonsole und da wird es schon schwieriger, dass das seine Käuferschaft findet. Deswegen kann ich, also ich denke, dass Nintendo wahrscheinlich da sehr, sehr viel Geld Atlus gegeben hat, dass die das auf der Wii U rausbringen. Meinst du? Weil prinzipiell hätte ich so einen Titel tatsächlich jetzt eher auf einer PlayStation 3 oder so gesehen.
weil da einfach die Zielgruppe größer ist oder weil da tendenziell die Abnehmerzahl höher ist als jetzt bei der Wii U. Für so einen Titel würde ich jetzt ins Blaue reinraten. Ja. Weil ja auch sonst, wenn ich zurück überlege, die meisten JRPGs ja doch tatsächlich noch immer für, auf den Sony-Sachen kommen. Ja, auf der Vita halt wäre. Also ja, da kommt halt drei Viertel davon nicht nach Deutschland. Ja. Oder beziehungsweise außerhalb. Immer wieder ein Traum, in Tokio im Laden zu stehen und durch die ganzen JRPGs zu gehen und sich zu denken. Warum? Also ich bin mir sicher, dass da auch viel Schmarrn dabei ist, aber ja, wahrscheinlich ist der Großteil davon Blödsinn. Ja. Super gut. Also es ist echt gruselig, weil das war ja quasi, wir hatten uns die Vita ja letztes Jahr? Vor anderthalb Jahren haben wir die geholt. Genau, also vorletztes Jahr zu Weihnachten quasi, da gab es die im Super Sale. Da haben wir uns die alle geholt und Spiele bekommen übers Internet war relativ easy, aber Spiele bekommen im Laden ist sehr kompliziert. Unser Mediamarkt hier am Büro hat noch nicht mal mehr welche, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich glaube, wir haben keine mehr. Ja. Aber ja, da ist eine sau coole Konsole eigentlich. Ja, und dann waren wir das aber hier so aus Deutschland gewöhnt, dass die halt völlig verschmäht ist und man das, wenn dann irgendwo nur so nischig bekommt. Und dann waren wir direkt Tokio angekommen, nicht Shibuya, Akihabara und dann ins Ding rein. In Odabayashi Camera, glaube ich, ist es ja. Ja, wie auch immer. In das große Elektronik-Kaufhaus-Ding da. Achter Stock, glaube ich, was. In die Computerspielabteilung rein und da sind bergeweit, tonnenweise Vita-Spiele. Ich glaube, vier Reihen mit Vita. Ja, vier oder vier fünf Reihen mit rein, Vita-Spielen. Voll bis oben hin. Alle, auch viele, allein schon die Neuheitenwand war astronomisch groß. Und das sind halt alles irgendwelche Visual Novel, JRPGs, Taktik, JRPGs und so weiter und so fort. Und das Dreiviertel davon kommt halt, also, beziehungsweise sind gibt's fast alles nicht bei uns. Gibt's alles nicht bei uns. So traurig. Ach ja. Und wir haben so viele Sachen in der Hand gehabt, wo wir uns gedacht haben, boah, das schaut echt geil aus, aber wir können es nicht mitnehmen, weil dazu reicht unser Japanisch nicht aus. Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber irgendwann vielleicht. Aber Benny hat jetzt ein neues Spiel in Aussicht, das er aus Japan sich hoffentlich mitbringen lässt. God Eater wolltest du haben, ne? Nein. Nee, was wolltest du haben? Gundam Breaker. Das neue Gundam Breaker. Hm. Diesmal, ja, für alle, die letztes Mal Gundam Breaker mitgeschaut haben, ich dachte, hey, ist echt ein geiles Spiel, aber es ist mir zu kompliziert andauernd im Internet nachzulesen, was die ganzen japanischen Zeichen bedeuten für die Statuswerte. Eure Probleme wurden gelöst. Wenn ihr eine Petition eingereicht. Es gibt tatsächlich jetzt das neue Gundam Breaker auf der PlayStation 4, auch in einer, noch auch zwar aus Japan importiert, aber es gibt tatsächlich eine internationale Fassung, echt jetzt? Wo die Texte alle auf Englisch sind. Gundam Party! Genau. Und es ist auf der PlayStation 4. Ganz geil, aber ist die Code Free? Die ist Code Free, oder? Ja, natürlich ist Code Free. Sehr gut. Also das ist die Idee, haben sie ja extra, weil das wurde uns ja auch in Tokio erklärt, dass Gundam, also das Bandai ist es, glaube ich, die das haben, oder? Nee, ist es nicht Bandai? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß doch, nicht Bandai, nee, ich glaube, es ist Bandai. Egal, wer auch auf jeden Fall immer Gundam Breaker hat, dadurch, dass die ja wissen, dass die Fan-Community für Gundam international sehr groß ist, es sich aber nicht lohnt, die Spiele überall einzeln zu releasen, sind alle Gundam-Spiele immer code-free gewesen. Habe ich erfahren. Damit die quasi international von den Fans gespielt werden können. Sie haben es halt meistens nicht eingedeutscht oder beziehungsweise übersetzt. Englisch reicht uns ja. Ja. Aber das ganz neue Gundam Breaker hat jetzt englischen Text. Wird episch. Das wird mega gut. Ich hab mal so da müssen wir gleich mal Aniplex anhauen, dass wir mit unserem nächsten Shipment. Ja, das will ich ja unbedingt. Eine Palette Gundam Breaker. Die können wir dann dealen. So, yes. Hier. Ja, Gundam Breaker, englische Texte. Mhm. Sehr schön, cool. Sehr schön. So, kommen wir zurück zum Thema. Grandios cooles Spiel. Bin immer wieder begeistert, vor allem wenn ein Atlus-Titel es zumindest auf Englisch übersetzt nach Europa schafft. Ja, es ist, hat viel von Persona. Viel von Fate. Mhm. Viel von Fire Emblem. Ja, also ich tolle Mischungen. Also es sind ja alles tolle Franchises. Also ich glaube, wenn ihr ein Persona-Fan seid, und eine Wii U daheim haben. Genau, bedenkenlos könnt ihr zugreifen. Und wenn ihr Persona cool findet oder zum Beispiel die Persona-Spiele cool fandet und aber euch gedacht, aber die euch irgendwie zu komplex geworden sind oder so, weil man muss sagen, dass Persona später auch ein bisschen komplexer wird,
Ist das vielleicht genau das Richtige? Weil bis jetzt ist es doch deutlich einfacher und übersichtlicher gehalten als das klassische Persona. Und ja, vielleicht kann das ja denjenigen dann über die Klippe schubsen, so gesehen, dass er dann endlich mal sowas spielt. Also auch mein Fazit dazu ist, wie gesagt, ich habe es ja auch gespielt, gestern Abend schon daheim. Ich finde es angenehm einfach. Für die Ultra-Hardcore-Nerds ist es vielleicht vom Kampfsystem her ein Ticken zu einfach. Wir wissen natürlich nicht, wie komplex das jetzt noch wird. Ich denke, das Spiel geht ja jetzt auch dann erst richtig los in dem Dungeon, wo wir jetzt leider aufhören. Aber ich finde es angenehm, überschaubar. Ich finde das Setting genial. Ich finde die Charaktere cool. Auch wenn die Musik natürlich typisch japanisch anstrengend ist, aber sie ist irgendwie nicht so anstrengend wie andere Spiele. Ja. Also wenn ich gerade an die letzten paar Tales-Teile denke, da waren mein Nervenkostüm immer recht schnell überstrapaziert bei der Musik. Gehört auch wiederum zu der Art, also beziehungsweise zu Atlus mit dazu, weil auch bei Persona, der Soundtrack ist extrem poplastig, also J-Pop-lastig. Und ja, da scheiden sich die Geister dran. Aber es gehört irgendwo mit dazu. Und mittlerweile, es hat auch einfach den Style. Also wenn ich ein neues Persona spiele und da nicht irgendwelche nervige J-Pop-Musik drin läuft, dann ist das für mich kein richtiges Persona. Ja? Tja. Wenn dann zum fünften Mal Burn My Dread kommt, dann... Ich finde das lustig. Es gab ja jetzt im PlayStation Plus vor ein paar Monaten war ja das Persona-Prügelspiel. Mhm. Das eine, was mega, mega geil ist. Ich habe bis jetzt einen Kampf gemacht, weil ich mich davor erstmal eine Stunde durch Textsequenzen, wo die Story erklärt wird, durchklicken musste. Typischerweise. Und es gibt aber man kann sich ja für die ganzen Menüs Musiken auswählen und ich habe mir dann tatsächlich irgendeinen neuen Remix von dem Burn My Dread ausgewählt. Und der war echt gut. Ja. Super. Burn My Dread. Burn My Dread. So, Basti, jetzt wirklich higher Bett schlafen. Ja, ja. Wir müssen ja auch noch Autos umräumen. Danke fürs Zuschauen. Morgen nicht vergessen, ab 18 Uhr Peppermint Anime Hangout Juni auf Akiba Pass auf Twitch und auf einer noch geheimen dritten Plattform. Ansonsten, nächste Woche, kurzer Ausblick, wir spielen Star Ocean, wie heißt das Ding? Integrity and Faithlessness. Die Woche drauf gibt's Odin's 4, Philipp hat sich's gekauft, du hast es aber auch bestellt, glaube ich. Ja, ja, meins kommt jetzt dann, genau, meins kommt morgen. Und am 19.07. gibt's von Square Enix auch wieder I Am Setsuna, auch ein JRPG. Wunderschön, sieht das zumindest im Trailer schon mal aus. Mhm. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, am 20.07. ist schon wieder Hangout. Das ist voll die Hangout-Wochen hier. Wollte ich gerade sagen. Weil ja die Woche drauf Animagic ist. Deswegen unser Juli-Hangout schon am 20.07. Also am 29.06. morgen Hangout für den Juni. Und am 20.07. Hangout Juli. Und jetzt würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wie immer, wenn ich es morgen schaffe. nein, also tatsächlich, morgen könnt ihr auf YouTube, wenn ihr wollt, den Stream auch nochmal gucken. Ich werde auch morgen die ganzen Videos vom letzten Mal, von der Demo Night, noch live schalten. Die sind eigentlich schon hochgeladen. Ich bin nur nicht gekommen, die live zu schalten. Schaut also, euch die Doom-Demo an. Ja, schaut euch Bennys Doom-Run an. ja, das war's. Ich sag danke. Bis morgen oder bis nächste Woche. Yes, yes. Bis morgen. Wir sehen uns. Nächste Woche spätestens. Dann mit, was war's jetzt? Ich Star Ocean gesehen. Integrity and Faithlessness. Ich bin gespannt. Macht's gut, bis dann. Adios. Tschüss.